Warten. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von Mars Chroniken, einem ganz besonderen Livestream heute, meine Lieben. Viele von euch haben das schon mitbekommen. Perseverance geht nicht live, sondern wir gehen live. Perseverance landet auf dem Mars und mit mir darf ich Moritz von Senkrechtstarter begrüßen. Nein, es ist kein Adeliger. Moritz von Senkrechtstarter ist nämlich Moritz von dem YouTube-Kanal Senkrechtstarter. Danke fürs zahlreiche Einschalten. Ich sehe, es haben schon ziemlich viele gewartet auf den Stream, zahlreich schon kommentiert. Und noch einmal danke an Moritz, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit mir das Ganze zu kommentieren und steil zu gehen. As the countdown to Mars Na Logo. Magst du mal kurz Hallo sagen? Hallo. Ein Moment noch, ja. Da geht irgendwas senkrecht hier. So, sorry. Ja, jetzt. Ja, hallo. Mega cool, dass du mich gefragt hast. Ich freue mich schon ewig auf den heutigen Tag. Und ja, also meiner Meinung nach ist es eine historische Mission. Und wenn da die Landung heute klappt, dann haben wir ja ein super geiles Laboratorium auf dem Mars mit super geilen Experimenten, die es so noch nie gab. Und das ist vielen Leuten immer nicht so ganz klar, aber wir haben eigentlich bisher gar nicht auf Mars nach Leben gesucht, sondern nur nach Spuren von Leben. Also im Prinzip gibt es Wasser oder wie auch immer und das wurde bewiesen. Und eigentlich jetzt tatsächlich mit Perseverance kommen da die, ja, ein Laboratorium auf dem Mars, was dann wirklich auch Leben finden könnte und tatsächlich auch sich viele Gedanken macht, wie wir Menschen praktisch mal auf dem Mars vielleicht leben könnten, beziehungsweise also ein bisschen Vorbereitung, wenn man mal bemannte Missionen auf dem Mars machen möchte. Dafür sind einige Experimente da und das ist also super geil und also ja, ich weiß gar nicht, ich freue mich einfach da irgendwie heute live dabei zu sein und ich gehe davon aus, dass die NASA super geile Livestreams hat und das ist ja einfach ein cooles Event. Wir haben ja ganz kurz jetzt, also die Leute haben das jetzt gerade kurz gehört, weil ich habe die Streams von NASA und Co. gerade offen gehabt und die sind im selben Moment live gegangen wie wir. Deswegen wurden wir da kurz unterbrochen. Jetzt habe ich Audio ausgeschalten, Lektion gelernt. ja, weil du gesagt hast, wir haben nach Spuren von Leben gesucht. Das war ja Curiosity, hat ja eine riesen Vorarbeit geleistet. Ich habe mir da von Everyday Astronaut schon ein bisschen was angeschaut heute in Vorbereitung. Und Curiosity hat ja schon Schwefel gefunden, Stickstoff gefunden, Sauerstoff gefunden, Phosphor, Kohlenstoff und organischen Kohlenstoffdioxid, aktives Methan gefunden. Also alles Voraussetzungen für Leben und Wasser in Form von Eis ist ja auch schon nachgewiesen. Das heißt, wir haben eigentlich alle Bausteine für organisches Leben oder Leben, wie wir es kennen, dort bereits gefunden. Und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Ja, also Da haben sie sich eigentlich auch eine super Landelocation gesucht, also der Jezero Crater, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch dazu sagt, ja, Zero Krater, ich sag ich auch immer Jezero weiß Crater, nicht, Jezero Krater. da, wo sie im Prinzip landen wollen, da ist in nächster Nähe ein Flussdelta, also im Prinzip vor, ich glaube, 3 Milliarden Jahren oder so mal ein Fluss wohl in den Krater reingeströmt hat und Leben, wie wir es so kennen, das will ja immer irgendwie in der Nähe von Wasser sich bilden. Nicht ausschließlich, ja, doch, es ist eine Voraussetzung für das organische Leben, was wir so kennen. Und ja, mit dieser Landelocation ist man praktisch, hat man sich einen Ort ausgesucht, wo man eventuell Leben finden könnte oder die Spuren davon, die ja vor 3 Milliarden Jahren, falls da welches existiert hätte. Das ist super spannend. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass tatsächlich der Vorgänger diese Art von genauer Landung hätte gar nicht so machen können, sondern dass es erst die Techniken jetzt so weit waren, dass man Percy so genau da absetzen kann. Inwiefern ist das, weil Curiosity ist ja mit dem gleichen Prinzip gelandet, mit diesem Sky Crane quasi. Warum oder was hat sich jetzt geändert, dass wir da jetzt genau präziser oder
Der hat ein Navigationssystem, ein um so, wie heißt denn das? Obstacle Avoidance Dingy, dass man einfach Hindernisse ja, genau. Genau, also für die Mission ja nicht so ganz kennen, also es ist super abgefahren, wie Perseverance landen wird, nämlich halt mit dem Sky Crane. Das gab es zwar schon mal, aber diese, wenn man das nicht kennt, dann ist es total abgefahren. Also die Sonde kommt mit 20.000, über 20.000 km/h da in die Atmosphäre und wird dann abgebremst und so weiter, aber im letzten Schritt gibt es diesen Sky Crane und da ist im Prinzip 8 Raketentriebwerke, die dann die Sonde erstmal propulsiv, wie bei SpaceX, irgendwie langsamer machen und schweben lassen. Und dann wird mit einem tatsächlich so Nylonseilen der Rover aus, ich glaube, 20 Meter Höhe oder so abgeseilt und dann auf den Boden gestellt. Und das hat zwar schon mal funktioniert, aber diese Art dieser Hindernis. Umgehung, das ist was Neues gewesen, dass sie im Prinzip einen Algorithmus programmiert haben, der aus den Bilddateien und Radar, glaube ich, Daten gucken kann, von wegen, dass ja, sowohl irgendwelche Löcher als auch irgendwelche großen Steine und so umflogen werden können, dass man halt an einer Stelle landen kann, wo man diesen ja, SUV-großen Rover dann absetzen kann. Der wiegt ja 1050 Kilogramm, also über eine Tonne, also so viel wie ein Kleinwagen. Wie viel wiegt ein Smart, weißt du das? Wahrscheinlich auch so um den Dreh herum. Ich meine weniger, ich glaube 800 Kilo oder so. Ja, genau, und Curiosity hat ja damals 899 Kilogramm gewogen und das war ja, ich habe mir jetzt dann, ich habe mich ein bisschen informiert, Curiosity und Perseverance haben mir ja im Endeffekt den 1 zu 1 den gleichen Body. Es wird genannt der Warm Electronics Box, Web, für alle elektronischen Geräte, die warm gehalten werden und vor Strahlung geschützt werden müssen. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche, das sie wiederverwendet haben. Und sie haben bei Perseverance, zumindest wenn man dem Everyday Astronaut Glauben schenken darf, haben Stimmt. sie bestimmt, nämlich haben sie sogar einige Ersatzteile von Curiosity in Perseverance eingebaut, witzigerweise. Also da ist auch viel Neues dabei, aber auch vieles einfach wiederverwendet worden, weil man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Das ist ja praktisch wie deine Lieblingsrakete SLS. In dem Fall bin ich ein riesen Fan davon. Das ist das JPL, also Jet Propulsion Laboratory, fällt mir immer schwer auszusprechen. Ich finde, die machen immer eine Hammerarbeit. Auf Englisch immer, sie overengineeren Sachen immer. Und dadurch, weil Curiosity hätte ja auch nur 2 Jahre auf dem Mars bleiben, oder 2 Jahre, eine Mission von 2 Jahren hättest. Kann ich das jetzt aussprechen? Curiosity hätte eine Mission von 2 Jahren haben sollen, oder die Mission hätte 2 Jahre dauern sollen. Und im Endeffekt war Curiosity 8 Jahre im Betrieb. Das ist ein Wahnsinn. Das ist das Vierfache der Zeit und das bei einer Missionsdauer von 2 Jahren auf einem fremden Planeten. Das ist schon mal großzügig angesetzt. Aber dann, dass der dann viermal so lang bleibt, ist ein Wahnsinn. Also es ist auch, haben sie eine, so ein bisschen so eine Historie. Also davor die Rover Spirit und Opportunity, die sind auch schon so ewig lang da rumgefahren. Also Opportunity hatte den, ich glaube, 6,5 Jahre oder so. Also der vorherige Rekord war ein Rekord aus den 70ern, meine ich. Das war die Viking 2, glaube ich, Sonde. Also praktisch eine der, oder die ersten Mars-Sonden von der NASA, die auf Mars gelandet sind, und eine von den beiden, ich glaube, es war Viking 2, die hat auch über 6,5 Jahre durchgehalten. Die ist nicht rumgefahren, sondern die ist tatsächlich auch propulsiv gelandet, also mit einem Raketentriebwerk, und hat dann mit so einem langen Arm Proben genommen und Fotos zurückgeschickt und so. Waren aber witzigerweise nicht die ersten. Die Sowjets waren die ersten, die auf dem Mars Echt? erfolgreich gelandet sind. Ja. Ganz kurz vorher und nur, glaube ich, ein verpixeltes Bild zurückgeschickt und dann tot, aber rein von der Rekorden her waren sie Aber schneller. allein auf dem Mars zu landen ist ja schon eine Härte, weil es ist ja unglaublich schwierig. Du kommst mit einer unglaublichen Geschwindigkeit 21, 22.000 km/h und
Obwohl die Atmosphäre so dünn ist, circa 1% von der Erde, kannst du an der Atmosphäre entweder abprallen oder in ihr verglühen. Und das ist eben die Kunst, dann da wirklich durch die Atmosphäre zu kommen, zu bremsen und nicht und in letzter Folge dann nicht am Boden zu zerschellen. Also da gab es auch schon ganz viele Konzepte, wie man am besten dort landet und mit Airbags drumherum und verschiedenen Konzepten. Und das hat sich eben anscheinend bewährt mit diesem Skycrane. Zu diesem Skycrane, glaube ich, hast du da irgendwas vorbereitet? Du kannst uns zu diesen 8 Triebwerken, die über eine Tonne herablassen, auf die Marsoberfläche. Erzähl uns doch mal bitte was darüber. Also tatsächlich dieses ganze Landegestell und so, das ist sogar noch schwerer. Also ich glaube, allein der Treibstoff für die Triebwerke sind 400 oder 500 Kilogramm. Dann der Rover irgendwie knapp eine Tonne. Und ich kriege nicht mehr ganz so zusammen, wie groß das oder wie schwer das Gestell dann ist. Aber ja, genau, es ist eine beträchtliche Masse. Passt vielleicht ganz gut, du hast das angekündigt in den 90er Jahren, Sojourner und der Pathfinder Rover, die sind mit so Airbags gelandet. Das heißt, die hatten Fallschirme und haben dann riesen Airbags aufgeblasen und dann ist da dann so eine Kugel mit lauter Airbags da ewig rum gehüpft. Und das Spirit und Opportunity, die sind auch so gelandet. Perseverance, das ist einfach zu schwer gewesen. So, das hätte nicht funktioniert. Und ja, deshalb haben sie das mit diesem Skycrane gemacht, das ja ich damals, also 2012 ist der Vorgänger gelandet, warte, Name, Perseverance, der Vorgänger war Curiosity. Curiosity, Dankeschön. Der hat es damals gelandet, ich fand das damals total verrückt. Ich hatte die Animationen vorher gesehen, hatten uns auch mit Christian von Video Space News auch schon darüber unterhalten. Hallo Christian, ich hoffe, du guckst zu. Hallo Christian. Ja, das war, ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. Und dann, wie gesagt, 2012 hat es dann funktioniert und völlig abgefahren. Und diese Triebwerke, witzigerweise, ha, wenn wir jetzt schon hier historisch aufhören, die Viking-Sonden, die hatten auch schon die gleichen Triebwerke. Das heißt im Prinzip, die haben extra dieses Triebwerk nochmal ausgebuddelt, weil das ist ein besonderes Triebwerk, das ist auch von Rocketdyne, das ist das MR80, meine ich. Und das ist so cool, weil es sehr weit runter geregelt werden kann. Das heißt, und schnell auch wieder hoch. Und diese Fähigkeit, in einem großen Schubbereich zu regeln, das ist doch schon eine hohe Kunst, muss man sagen. So, ja, und deshalb haben sie das für Curiosity und wieder ausgebuddelt, das Triebwerk. Und dann, weil das halt diese coolen Runterregelfähigkeiten hat, was du brauchst, wenn du dieses Riesengestell mit dem Rover kontrolliert erstmal abbremsen möchtest, aber dann auch langsam auf den Mars zubewegen möchtest, weil dein Raumschiff wird ja permanent leichter, weil du ja den Treibstoff verbrennst. Und wenn du jetzt die Triebwerke nicht steuern kannst, dann fliegst du einfach weg. Und die müssen ja auf 20 Meter oder knapp drunter an den Mars herankommen, damit sie den Rover abseilen können. Und ja. Das ist ja auch einerseits, wie du es gesagt hast, ein bisschen kontraintuitiv, dass du mit diesen ganzen Raketentriebwerken arbeitest und dann abseil mit einem Kran und richtig mühsam. Einerseits, warum nicht den Rover auf dieses Landemodul stellen und dann landen? Und dazu hat eben auch der Tim dort einige Überlegungen angestellt. Das wäre dann, du müsstest, wenn der Rover auf diesem Teil draufsteht, dann müsstest du dann runterfahren und also von diesem Gestell dann runterfahren und die Gefahr, dass du dann irgendwie seitwärts irgendwie abrutscht und irgendwie schräg stehst und davon und zu viele Gefahren und noch dazu, du hast ja diese Triebwerke, die eigentlich recht stark sind, die würden in der Marsoberfläche einfach einen Krater im Krater bilden und das willst du ja auch nicht. Unheimlich viel Staub aufwirbeln und dann wäre der Rover schon innerhalb der ersten paar Minuten eingedeckt mit Staub. Das will man ja auch nicht. Deswegen fliegt er dann, also die lassen den Rover herunter. Das werden wir dann hoffentlich alles sehen.
vielleicht zeigt man noch eine Animation, wenn es sehr langweilig wird, aber die lassen ja den Rover herunter. Diese Nylonseile werden gekappt und dieser Sky Crane fliegt dann einfach, also fährt wahrscheinlich die Triebwerke noch einmal ganz hoch und fliegt ganz weit weg und zerschellt dann einfach an der Marsoberfläche, schätze ich mal. Ja. Ja, ich glaube, die müssen noch nicht mal die Triebwerke hochdrehen, sondern im Prinzip allein dadurch, dass sie das Gewicht vom Rover weg ist, ne, wenn du die Seile kappst, Ja. haut es einfach ab. Und also Ja. ich glaube, der maximale Schub, was die Dinger haben, sind, glaube ich, 3 oder 4 Kilonewton und das mal 8, wobei sie das nicht brauchen, ne, wenn sie die wollen ja runterregeln. Ne? Das heißt im Prinzip, das benutzen die halt, um abzubremsen. Und ich nehme auch, die haben auch wahrscheinlich Engine-Out-Kapazität. Das heißt im Prinzip, dass Triebwerke ausfallen können, ohne dass da irgendwie die Holland in Not ist. Genau, da werden Redundanzen eingebaut sein. Also, da habe ich sehr viel vorbereitet. Schauen wir mal, ob es schon irgendwelche Fragen gibt. Die Killerbanane hatte gefragt, was das für Triebwerke am Skycrane sind. Und ich meine, es ist MR80. Also einfach mal im Zweifel googeln. Auf jeden Fall von Aerojet sind die. Oder Rocketdyne, also Aerojet, Rocketdyne. Genau. Und es sind auf jeden Fall die gleichen Triebwerke, die bei den Viking-Sonden auch benutzt wurden. Und Mega. die funktionieren mit hypergolen Treibstoffen. Das heißt im Prinzip zwei Chemikalien, die zusammen reagieren und dann Schub erzeugen. Super einfaches Prinzip, super geil, wenn du sicher gehen möchtest, dass es auf jeden Fall funktioniert. Hochgiftiges Zeugs, aber hochzuverlässig. Eine ganz besondere, coole Sache, diese Mars 2020 Mission, weil Perseverance ist ja nur der Rover und die Mission an sich heißt der Mars 2020 oder Mars 2020 auf Deutsch, weil nämlich was sehr cooles dabei ist, und zwar Ingenuity. Das ist ein 1,8 Kilogramm leichter Helikopter oder eine Drohne sozusagen, der mit zwei sich entgegengesetzten Rotorblättern fliegt. Und allein dadurch schafft es diese Drohne, sich zu orientieren und herumzufliegen und, wie sagt man, einfach zu navigieren quasi, allein durch zwei Rotorblätter, die übereinander sind. Und das ist nicht wie bei diesen Quadcoptern, die man kennt, mit diesen Drohnen, die man heutzutage einfach, die jeder kaufen kann, sondern das ist, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Weißt du das vielleicht? Warum die das schaffen, das mit zwei Rotorblättern, die sich, ja. Also sind zwei Rotoren, die gegenläufig sich drehen, aber es sind insgesamt vier Rotorblätter. Also das heißt, ne, im Prinzip, ne, du hast einen Rotor und dann ein Rotorblatt in die eine Richtung und dann in die andere. Das heißt, insgesamt sind es vier Blätter, aber es sind zwei Rotoren, die gegeneinander koaxial laufen. Und das machen die Russen tatsächlich auch ganz viel bei ihren Militärhelikoptern, weil das mehr Lift erzeugt. Also beziehungsweise du kannst ja, höhere Lasten im Prinzip dadurch heben. Und das war bei Ingenuity auch so das Problem, weil das die Marsatmosphäre, meintest du ja vorhin, ne, 1% nur, muss der, bei dem Helikopter benutzt du ja die Atmosphäre, um dich davon abzudrücken. Ne? Das heißt, du erzeugst mit deinen Tragflächen, die rotieren, einen Lift und hebst es an. Und bei Mars, die Atmosphäre ist nur 1% von dem, was wir hier haben. Dann musst du dir was einfallen lassen, oder beziehungsweise es ist sehr schwer, etwas mit Tragflächen anzuheben. Und also diese Rotoren, das sind ja im Prinzip Tragflächen, die sich einfach sehr schnell drehen. Ne? Das heißt, im Prinzip, anstatt dass beim Flugzeug, dass die linear so beschleunigt werden, dann sie drehen sich und erzeugen dadurch den gleichen Lift im Prinzip wie ein Flugzeug, aber halt als ein Rotor. Und das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und da muss man sich ganz viele Tricks ausdenken. Und ja, mit dem zwei übereinander setzen, kriegst du auch sehr wenig Raum. Viel ja, Liftkapazität, ich weiß gar nicht das Fachwort, wie Auftrieb. man das so sagt, Auftrieb unter, genau, danke. Und wenn du ja im Prinzip bei einer Drohne irgendwie, keine Ahnung, Quadcopter oder sowas hast, muss die Drohne sehr, sehr groß sein, damit die Rotoren sich nicht treffen, weil du halt so eine dünne Atmosphäre nur hast. Und ja. Also diese Rotoren haben einen
Eine Spannweite, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, sind im Endeffekt Oh. 120 Zentimeter breit oder lang. Oh, krass. Ja, Also das habe dann. ich heute herausgefunden. Die Testkampagne von Ingenuity soll 30 Tage dauern und mindestens 5 Flüge beinhalten. Der erste Flug wird einige wenige Zentimeter sein, so wie bei Starship ungefähr. Wird so ein bisschen so einen kleinen Hop machen, ob es eh funktioniert. Und wenn das funktioniert, werden die Daten ausgewertet und einige Tage später vermutlich ein bisschen einen höheren Hop und dazwischen immer wieder im Rover Akku laden. Weil die Flüge dauern ja auch maximal 3 Minuten, weil einfach da musste man dann natürlich auch so einen Kompromiss finden. So viel Leistung wie möglich, so viel Strom wie möglich in einem Akku speichern, aber der Akku muss klein genug sein, dass sich das mit diesem Auftrieb irgendwie ausgleicht. Deswegen kommen wir da auf, und da muss natürlich eine Kamera auch noch rein. Also 1,8 Kilogramm, da drin sind verpackt diese 120 cm langen Rotoren, zweimal plus der Motor, plus das Gehäuse, eine Kamera, oder zwei Kameras, was ich gesehen habe, also zwei Linsen zumindest. Ich weiß nicht, ob da zwei Kameras drinnen sind. Und eine Sache war da noch drinnen. Was habe ich gesagt? Ja, genau, also sein eigenes Gewicht. Und im Endeffekt der Akku, genau. Der Akku muss ja da auch rein. Und da muss man eben so einen Kompromiss finden, der einfach am besten ist. Und der Trick, wie machst du das auf der Erde, dass du das testest? Weil wir haben ja 100% der Erdatmosphäre hier. Da gibt's ja, da hat die NASA oder Jet Propulsion Lab, ich sage einfach JPL. JPL hat da so eine riesige Vakuumröhre, wo sie eigentlich Vakuum erzeugen. Und da haben sie beinahe Vakuum erzeugt, indem sie die ganze Luft abgesaugt haben, bis sie eine Mars-ähnliche Atmosphäre generiert haben. Ich habe hier schon einige Fragen, vielleicht weiß nicht, ob ich alle beantworte oder ob wir alle beantworten können. Ist von Cube Techie, ist der Mars und Mond bisschen wie die Sahara-Wüste oder ist nur eine dünne Schicht Sand, unter Anführungszeichen? Also, magst du mal? Also Mond bin ich nicht ganz so mir sicher. Also bei Mars ist es tatsächlich so, das ist eher wie die Sahara. Also es gibt da, wo jetzt Opportunity, Curiosity, ich komme mit den Namen immer durcheinander. Curiosity, da wo Curiosity jetzt unterwegs ist, das ist, ja, da hatten die beim Manövrieren große Probleme, weil sie um so Sanddünen drumherum fahren wollten, weil ich meine, Spirit oder so ist in der Sanddüne stecken geblieben, war, weil die haben ja diese Räder und ja, die können sich halt irgendwie in den Marsstaub einarbeiten. Und ja, deshalb kenne ich da Bilder, wo man im Prinzip krass sieht, wie das wirklich auch so dünenmäßige Landschaften ist, wie in der Sahara. Und ich meine, auf dem Mars, das ist eher eine dünne Schicht nur ist an ganz, ganz feinem Staub und nicht so wie in der Sahara, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, weil du auf dem Mars ja keine Atmosphäre hast, auf dem Mond, Entschuldigung, und deshalb sich dieser feine oder diese Sandbewegung nicht bilden können. Ne? Diese typischen Strukturen, die du in der Sahara hast, wo du diese Dünen hast, dafür brauchst du Wind, der im Prinzip diese Dünen aufschüttet und der den Sand durch die Gegend trägt, und das hast du auf dem Mond nicht, sondern da ist einfach tatsächlich nur Staub, der durch die Mondschwerkraft sich irgendwo halt ablegt. Auch so ganz interessant zum Staub auf nicht-planetaren, also nicht auf der Erde, Staub nicht auf der Erde, hat eine Eigenschaft, die ist ganz scharf. Also diese Sandkörner sind ja ganz scharfkörnig oder scharfkantig, weil es kein Wasser gibt, das diese Sandkörner abrundet. Auf der Erde ist der Sand immer ganz weich und tut nicht weh. Also das wird ein Riesenproblem oder ist auch ein Riesenproblem gewesen für die Landemodule, die da gelandet sind in den vergangenen Jahren, dass sich der Sand in die letzten Rillen reinarbeitet und alles kaputt macht, weil er so richtig, richtig scharf ist. Auf der Erde hatte der Sand über Jahrmillionen Zeit durch das Wasser immer wieder aufpoliert zu werden und rund gemacht zu werden, aber auf dem Mars ist das schon lange nicht mehr möglich. Daher werden die und wie entsteht Sand im Endeffekt durch das Auseinanderbrechen von größeren
Sedimenten oder Steinen oder anderen Mineralien. Und wenn das auseinanderbricht, ist es für gewöhnlich recht scharf. Daher wird es auch für Menschen ein sehr großes Problem sein, wenn wir auf dem Mars landen. Wir müssen uns überlegen, wie wir atmen, weil wenn wir das einatmen, könnte das zu richtigen Problemen führen, für Menschen. Ja gut, ich meine, die Luft auf dem Mars wollen wir ja eh nicht einatmen, aber du hast schon recht, das ist im Prinzip diese Problematik mit den Raumanzügen, wenn du da den Staub drauf hast und wenn du dann mit wieder in dein Raumschiff kommst und dann hast du den Staub in deinem Raumschiff drin, das wäre halt ungünstig. Und dann gibt es so diese Konzepte von der NASA, dass sie im Prinzip die Raumanzüge oder die Marsanzüge ein bisschen so aussehen wie die russischen Anzüge. Die haben hinten so eine Klappe, wo dann im Prinzip der Rucksack abgeklappt werden kann, wo man dann einsteigen kann. Und man würde dann mit dem Rucksack an den Lander sich einklinken und dann im Prinzip aus dem Anzug aussteigen und dadurch den Staub draußen halten. Und ja. Zum Atmen habe ich mir noch was Witziges aufgeschrieben. Also 1% auf dem Mars haben wir 1% der Erdatmosphäre. Davon sind 96% CO2, also Kohlenstoffdioxid, und 0,174% Sauerstoff. Das heißt, wenn ich auf dem Mars einen Atemzug mache von der Marsatmosphäre und das hochrechne, müsste ich 14.000 Mal, also 14.000 Atemzüge machen, damit ich die gleiche Menge Sauerstoff einatme wie auf der Erde bei einem Atemzug, weil wir haben auf der Erde 21% Sauerstoff in der Atmosphäre. Also da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Okay, Moritz? Überlegen wir uns da mal Ja. was. Ich sehe gerade hier X Panna. Ne, warte, ah ne, die wollte ich beantworten. Stefan Müller fragt: Wie hoch sind eigentlich die Kosten der gesamten Mission? Ich meine, es waren 3 Milliarden Dollar. Und das ist super billig. Und das liegt daran, dass man halt so viele Sachen recyceln konnte von dem Vorgänger. 3 Milliarden, das muss ich mal auch notieren. Schnapper. Ja, Schnäppchen. Vor allem, es ist ja nicht nur der Rover. Dazu kommen wir nachher noch. Es sind ja unheimlich viele andere Faktoren, die damit beteiligt sind. Allein um mit dem Rover kommunizieren zu können, brauchen wir Satelliten auf der ganzen Erde, Satelliten in der Erdumlaufbahn. In der Marsumlaufbahn haben wir Satelliten, die da kommunizieren. Sonst einfach einen Rover dort vor Ort zu haben, ist schön, aber es ist auch gut, wenn wir mit dem Rover kommunizieren können. Also von daher, es ist nicht nur der Rover. Von daher 3 Milliarden, sehr gut. Mitnahme fragt, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass der Rover heil auf dem Mars landet? Puh, was sagst du? Also bis jetzt ist unter 50% die Erfolgsquote. Wobei ein JPL ja eine Erfolgsstreak hat, ne? Also Sojourner mit Pathfinder ist gelandet, Spirit, Opportunity. Bei Spirit und Opportunity haben sie ja direkt zwei geschickt, weil sie nicht, also ne, damit sie sich absichern können, falls einer es nicht schafft, und die haben es halt beide gut gemacht. Curiosity hat es geschafft. Ja, bei der ESA sieht es nicht ganz so gut aus. Also ESA hat, ich weiß nicht, die Europäer zwei Sonden Das schon weiß ich versucht zu leider nicht. landen. Und die haben es beide nicht geschafft. Ja, also ich meine tatsächlich, die einzigen, die bisher jetzt gelandet sind, sind die Russen und die NASA. Und die NASA halt jetzt irgendwie sehr erfolgreich. Und das ist natürlich auch cool mit Curiosity. Die ganze Technik hat sich ja eigentlich schon mal bewährt. Also eigentlich, wenn jetzt was schief läuft, dann hat irgendein Bauteil versagt oder irgendwie oder ein Fehler wurde gemacht beim Einbauen oder so. Also theoretisch, grundsätzlich funktioniert das Konzept. Und ja, Ja, das wäre. deshalb, ja. Ja, sorry. Genau, also ich schätze die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Also es ist jetzt hier nicht so Starship-like, sondern das ist eigentlich. Wenn es schief läuft, wäre ich schon ultra enttäuscht, weil eigentlich gehe ich fest davon aus, dass die das nailen und alles gut läuft und ja. Also ich gehe auch davon aus. Also die
mathematische Wahrscheinlichkeit unter Anführungszeichen ist halt um die 50%, aber wenn man das mit einbezieht, dass JPL eigentlich da recht gute Erfolgschancen hat, Erfolgsquote hat, und meine Hoffnung mit da reinfließen darf, dann sage ich schon, ich glaube, Perseverance Mars 2020 landet in einer Stunde circa. Ich muss hier kurz was vorstellen, und zwar, ich weiß nicht, war das unser Stream? Ich glaube, wo ich so Ja. immer meinen Kugelschreiber geknickt habe und so und Na, die Leute na. sich beschwert haben. Und deshalb habe ich jetzt keinen Space Shuttle, sondern einen Stress Shuttle, damit ich was in der Hand habe und nicht mit meinem Stift Nice. Ja, klappern kann. ich weiß nicht, wenn euch nervt der Stift, hört man den? Ich weiß nicht, ich habe ihn auch die ganze Zeit in der Hand und fummel herum. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, wisst ihr, ob NASA das Videomaterial auch veröffentlicht, falls etwas schief läuft, von X-Panel X7? Also ich denke mal schon, weil das ist live. Ich meine, unter Anführungszeichen live, aber das wird halt nicht vorgefiltert, was ich so mitbekommen habe. Das wird dann direkt. Und NASA ist bei allem Material, sind die sehr, oder beziehungsweise sie sind als an Behörde angehalten, dass sie alles veröffentlichen. Das Einzige, wo sie ein bisschen halt drauf gucken, ist, wenn halt Menschenleben eine Rolle spielen, ne? Also das heißt irgendwie Space Shuttle Unglück oder so, wo man sagt, okay, das ist irgendwo pietätslos, da irgendwelche Sachen zu zeigen. So, aber ja. Ja, absolut. So, von Dom 93 wird man heute schon Bilder vom Mars zu sehen bekommen. Natürlich, ja, also auf jeden Fall heute noch. Darauf warten wir hier gerade. Gut, ich möchte hier an dieser Stelle, genau, das ist mir auch besonders wichtig, das ist mir generell auch seitdem ich oder davor schon, das ist mir immer besonders wichtig, da arbeiten noch viele Nationen zusammen. Es zeigt halt, ich finde es unheimlich schön, dass hier Nationen zusammengearbeitet haben, dass da zum Beispiel auch Roskosmos dabei ist, obwohl da Spannungen sind. Darüber wollen wir nicht reden, aber dass da die Wissenschaft um die Politik herum arbeitet manchmal. Und das finde ich sehr schön. Zum Beispiel Deutschland ist da beteiligt, also mit der DLR ist, oder der Deutsche Luft- und Raumfahrtbehörde ist bei der Auswertung der Daten, die auf der Erde ankommen, stark beteiligt. Roskosmos, Satelliten stehen in Australien, in Spanien, in den USA. Viele Länder stellen ihre Satelliten im Orbit zur Verfügung und ich finde es unheimlich schön und fast schon rührend, dass wir da als Menschen ein bisschen mehr zueinander finden. Also das ist mir sehr wichtig, das hier immer wieder zu betonen. Ich wiederhole mich da auch, aber wenn man eine Botschaft hat, die man an einen Mann oder an die Frau bringen möchte, dann kommt man leider nicht drum herum, weil man nie alle Menschen auf einmal erreicht. Deswegen bin ich da gerne bereit, mich immer wieder zu wiederholen und zu sagen, wir müssen zusammenhalten als Menschen und wir müssen zur Erde halten. Wir haben nur diese Erde. Ja. Ja, es ist auch ein cooler Gedanke, und das ist so, ich glaube, das haben wir ja jetzt so die letzten Wochen und Monate festgestellt, dass die Hashtag Team Space Community so unglaublich cool ist und alle super freundlich und hilfsbereit. Und also ich glaube, die Space Community oder die Raumfahrt Community ist eine total idealistische, und dass dieses Forschungsding oder die Menschheit vereint sich, um die Fragen des Universums zu beantworten. Oder auch, wo kommen wir her, wo gehen wir hin oder so. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, schwingt ja auch beim Mars mit, weil man könnte sich ja so eine Dystopie ausmalen, die Menschheit wegen Klimawandel oder was auch immer löscht sich aus. Und ob dann nicht vielleicht die Erde dann in ein paar Millionen Jahren so aussieht, wie der Mars jetzt aussieht. Und ob das vielleicht. Naja, vielleicht gab es ja so Leute wie wir auf dem Mars und die haben es halt verkackt, und jetzt sieht der Mars aus, wie er aussieht. Ja, könnte echt gut sein. Wir wissen es nicht. Aber deswegen, und es ist ja auch,
wir Menschen, es klingt ein bisschen komisch oder bisschen als Mensch braucht man halt immer ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Und wenn man kein externes Ziel hat, also so wie den Mars, auf den wir hinarbeiten, dann suchen wir uns andere Ziele und Feindbilder unter Anführungszeichen. Und deswegen finde ich das gut, dass wir uns da auf den Mars fokussieren und gemeinsam an so einem Problem arbeiten, um gemeinsam einfach als Spezies weiterzukommen und nicht als Nation. Ich sehe gerade zwei Fragen, die gut zusammenpassen. Und zwar, das ist von Argon. Hallo Argon! Hallo. Grüße den Kosovo. Weiß jemand, wie lange die Sonne abbremsen muss, bevor sie die Marsatmosphäre erreicht? Und das passt perfekt zu der Frage von MST Teufel 69. Die ist nämlich die Frage: Hallo ihr beiden, ich hätte mal eine Frage, euch beide betrifft das Hitzeschild von der Sonne. Wenn die Marsatmosphäre doch so dünn ist, warum erhitzt sich dann das Hitzeschild auf über 1300 Grad? Und das sind zwei Fragen, die gut zusammenpassen, weil die bremsen gar nicht ab. Das heißt, die kommen mit ihrer vollen Geschwindigkeit, mit der sie vom der Erde losgeflogen sind, ein bisschen Kurskorrekturen und so weiter, kommen die beim Mars an. Und wenn sie jetzt abbremsen wollen würden, um im Prinzip einfach zu landen, müssten sie extrem viel Treibstoff mitnehmen. Und zwar fast so viel Treibstoff, wie sie mitgenommen haben, um auf diese hohe Geschwindigkeit zu kommen. Und das heißt, im Prinzip, wir bräuchten wieder eine Atlas-5-Rakete, um diese gesamte Geschwindigkeit abzubauen. Und das ist halt cool an einem Himmelskörper, der eine Atmosphäre hat. Da kannst du die Atmosphäre nutzen, um abzubremsen. Mars-Atmosphäre ist sehr, sehr dünn, ist sehr, sehr schwierig, aber es geht. Und das ist im Prinzip der Punkt, warum es ein Hitzeschild hat, damit es die Atmosphäre zum Bremsen nutzen kann, damit es keinen Treibstoff mitnehmen muss zum Abbremsen, sondern dass es die Atmosphäre nutzen kann, um diese hohe Geschwindigkeiten abzubauen. Und ja, und das bringt im Prinzip die Frage, warum wird das denn Hitzeschild auf über 1300 Grad erhitzt? Ja, wir haben über 20.000 km/h, mit denen wir da ankommen, und dann geht es auf diese dünne Atmosphäre zwar, aber mit dieser ultra hohen Geschwindigkeit. Und das ist so ein bisschen unintuitiv, aber die Hitze, die erzeugt wird, die steigt, ich meine, kubisch sogar. Also das heißt nicht nur quadratisch, das heißt von wegen, oh, wenn du jetzt irgendwie 100 Grad hast und bei der und der Geschwindigkeit, und wenn du die Geschwindigkeit verdoppelst, sind es 200 Grad, nee, sondern das vervier- oder verachtfacht sich. Und das heißt, bei sehr hohen Geschwindigkeiten ist die Hitzeentwicklung unglaublich hoch. Und ja, das ist so, das heißt, selbst obwohl die Atmosphäre so dünn ist, werden sehr hohe Temperaturen erzeugt. Und die richtig hohen Temperaturen erreichen das Hitzeschild gar nicht, weil die in der Schockwelle davor im Prinzip weggeschoben werden. Aber dann hast du dieses Hitzeschild, was ist nicht so wie beim Space Shuttle oder wie es beim Starship sein soll, wo im Prinzip gar keine, oder was die Hitze abwehren soll, sondern das ist ein ablatives Hitzeschild, das heißt Material, das abfackelt, und während es abfackelt, durch die chemische Reaktion die Wärme im Prinzip wegführt. Und ja, dafür, und dadurch kommt keine oder das Raumschiff kann nicht überhitzen dadurch. Also auch vielleicht dazu als Ergänzung. Ich habe mir die genauen Zahlen unter Anführungszeichen von Everyday Astronaut angeschaut und niedergeschrieben. Also Starship wollte ich sagen. Mars 2020 kommt dann an mit 21.200 km/h. Und also dieser Hitzeschild hat ja auch noch einen Vorteil also beim Eintritt in die Marsatmosphäre. Stabilisiert sich das automatisch. Also diese Form, die dieses Hitzeschild hat, bietet schon diesen Vorteil, dass es sich einfach automatisch in der Atmosphäre stabilisiert. Das heißt, du brauchst nicht, oder diese Rotationsbewegung wird ausgeglichen durch kleine Düsentriebwerke an der Oberseite, aber die generelle Richtung wird im Endeffekt nur vom Hitzeschild stabil gehalten. Und innerhalb von 2,5 Minuten bremst die Sonde von über 21.000 km/h runter auf 1600 km/h, bis dann die ersten Rogue-Shoots sozusagen auf Englisch, das sind die ersten Fallschirme, die dann aufgehen, um
weiter abzubremsen. Also das ist auch recht interessant. Also 2,5 Minuten von diesen 7 Minuten des Terrors sind quasi diese gröbste Geschwindigkeitsreduktion. Hoffe, wir konnten eure Fragen jetzt halbwegs zufriedenstellend beantworten. Hier schreibt Philipp Neuhaus, Antigravitation wäre sehr nützlich. Hoffe, das wird bald erfunden. Ich glaube, das wird leider nichts. Also ich will mich jetzt nicht, vielleicht bin ich einfach nur zu ignorant und da gibt es eine Technologie, aber tatsächlich, Gravitation ist, ich glaube, das Einzige, was man nicht abschirmen kann, sondern im Prinzip, das pflanzt sich unendlich weit fort, nimmt auch ab, ne? Das heißt, desto weiter du entfernt bist von der Erde, desto weniger Einfluss hat die Erdanziehungskraft auf dich. Das steigt quadratisch oder nimmt quadratisch im Prinzip im Radius ab. Aber die Gravitation kann man nicht abschirmen, sondern im Prinzip das addiert sich auf oder also da, man braucht irgendwas anderes, was einen, wovon man sich abstoßen kann oder sich bremsen kann oder so, aber der Gravitation kann man nicht entkommen. Das ist ja auch das Problem dann mit schwarzen Löchern, dass da ist so viel Masse drin und irgendwann packt es einen und ciao, peng. Ja. Also in die Nähe eines schwarzen Loches möchte ich nicht kommen. Dürfte nicht so bequem dort sein in der Gegend. Also. Ist eigentlich der Zeitplan? Wann ist angesagt eigentlich Landung? Ah ja, ich habe mir da sowas rausgesucht. Das können wir dann gleich herzeigen. Vielleicht. Also das ist aber jetzt die US-Zeit, 3:38 Uhr, Eastern Time ist das, glaube ich. Das müssen wir jetzt, das heißt 3:38 Uhr sind 21:38 Uhr, kommt das hin? Genau, da ist Cruise Stage Separation, da trennt sich dann diese Hauptstufe, die quasi diese den größten Teil der Reise mitreist, trennt sich und dann ist nur noch die Sonde. Um 1 Minute später wird gedespint, also weil die Sonde kriegt auf dem Weg eine Rotationsbewegung mit, um den Flug einfach stabiler zu halten und nicht vom Kurs abzukommen. Da wird gedespint mit diesen Thrustern, was ist auf Deutsch? Kleine Triebwerke, Steuertriebwerke oder Ja, ja, kleine Düsen, sowas. Ja. 1 Minute später, Cruise Balance Masses Ejected. Da gibt es anscheinend, dadurch, dass der Rover jetzt nicht komplett symmetrisch gebaut ist, wurden da anscheinend noch zusätzliche Gewichte eingebaut, die den Flug stabil halten sollen oder die Sonde stabil halten sollen. Und um 21:48 Uhr tritt die Sonde tatsächlich dann in die Atmosphäre des Mars ein und wir werden das dann mit einer Zeitverzögerung von 11 Minuten und 22 Sekunden anscheinend genießen dürfen. Das heißt, wenn wir das raufrechnen, nach 11 Minuten sind wir bei 59, also um 21:59 Uhr, kurz vor 23 Uhr, kriegen wir dann vermutlich die ersten Bilder oder vielleicht davor schon, ich weiß es gar nicht, ob wir quasi bei der Annäherung der Atmosphäre auch schon Bilder bekommen, das dürfte sehr interessant sein. Genau, da wird dann Guidance with the help of thrusters, ja natürlich, das wird währenddessen ein bisschen mit den Triebwerken gesteuert. 1 Minute später, also 21:50 Uhr, Alignment, weiß nicht, was damit gemeint ist. Weißt du vielleicht was? Also natürlich ist es auch Einordnung, aber vielleicht nur in die Eintrittsbahn. Stelle ich mir so vor. Ja, ist es in der Flugphase noch oder was? Oder Genau, bei das ist noch, Alignment oder? genau, das ist 2 Minuten nach Martian Separation. Entry. Nach Martian Entry Okay. in die Atmosphäre. Also ich schätze mal, dass ja. Kann ich leider nicht genau beantworten, ohne zu lügen.
Genau. Also was so ein bisschen der Punkt ist, was während des Wiedereintritts ist schwierig, weil durch durch das Hitzschild haben wir so ein Plasma. Das heißt im Prinzip, ne, ja, Plasma ist ja ein zusätzlicher Aggregatzustand. Ne? Wir haben gasförmig, flüssig und fest und ein Plasma ist ein ionisiertes Gas und da gehen keine Funkwellen durch. Das heißt, deshalb hat man in diesen beiden Re-Entry oder bei diesen Entry-Dingern immer ein Radio-Blackout, weil im Prinzip keine Radiowellen da durchgehen. Und das heißt, wahrscheinlich gibt es kein Live-Material während des Wiedereintritts. Also man kann eh keine Kameras wahrscheinlich durch so ein Hitzeschild durchmachen. Aber genau, in der Zeit gibt es sowieso einen Funk-Blackout. Und ja, das heißt also frühestens, wenn der Überschallfallschirm aufgeht, könnte ich mir vorstellen, dass dann Funksignale kommen könnten. Obwohl ich gar nicht, also ich frage mich, da habe ich mich leider nicht genug mit beschäftigt, weil normalerweise haben die halt immer auch so Art Richtantennen, dass sie sich im Prinzip die Erde suchen und dann auf die Erde richten, damit die Signale gut ankommen. Und es geht ja, also wir sind natürlich geil auf HD-Videomaterial und so. Und das sind ja schon beträchtliche Datenmengen. Und es gibt riesen Teleskope, Radioteleskope, die irgendwie als Horchposten auf den Mars gerichtet sind, um das im Prinzip mitzukriegen und die dann auch sehr feine Signale irgendwie wahrnehmen können. Aber ja, ich weiß gar nicht, wenn das so ein bewegtes Objekt ist, ob das dann live das Material direkt rüberschicken kann oder ob das eigentlich der Rover gelandet sein muss und dann hat er so eine Antenne, sucht sich Also den, die Erde und die, die Kommunikation, da gibt es drei Kommunikationsmethoden. Der hat so ein Expand Low Gain Antenne, also eine niedrige Frequenzantenne quasi, die 10 Bit pro Sekunde senden kann, aber die ist hauptsächlich dafür da, um Signale zu empfangen. Also damit wird nicht viel herumgeschickt. Dann gibt es eine High Gain Antenne, X-Band High Gain Antenne sozusagen, die ist steuerbar. Das ist diese, ich glaube, das ist wie so eine Schüssel, eine Antenne mit so einer Schüssel oben drauf, die sich auch drehen kann und ausrichten kann. Und die überträgt mit 160 bis 500 Bits die Sekunde und versucht sich immer zur Erde zu richten. Und dann haben wir eine Ultra-Hochfrequenz-Signalantenne. Ich weiß nicht, ob ich das technisch jetzt richtig gesagt habe, aber ich habe das immer, ich übersetze das immer aus dem Englischen mit meinen Englisch- und Deutsch-Skills. Ah, kannst du sagen, Kurzwellen, Langwellen, im Prinzip, es geht um die Radiowellen, das heißt im Prinzip High Gain, es ist im Prinzip Genau. Hochfrequenzwellen und genau, also das heißt, ja. Und ultrahoch gibt es auch. Das ist die dritte Antenne, die an Bord ist. Die überträgt mit bis zu 2 Megabit pro Sekunde. Also da kommen wir schon der ganzen Sache näher. Aber ich weiß nicht, ob der Rover dafür wirklich gelandet sein muss. Oder. Gehe ich schon davon aus. Ja. Ich bin ja einer von den Verrückten, die sich Starlink bestellt haben. Das soll angeblich in den USA 200 Mbit schaffen. Ja, so halt zum Vergleich. Und kurz, warum mit den Wellen, warum gibt es unterschiedlich lange und ja, oder warum nutzt man da unterschiedliche lange Wellenlängen? Oder warum ist die Bitrate oder dass die Übertragungsrate, warum ist sie so krass abhängig davon, wie was für eine Übertragungstechnik das ist? Und das kann man sich im Prinzip so vorstellen: Radiowellen sind ja elektromagnetische Wellen und Wellen, ne? Kannst du dir vorstellen, wie eine Welle auch im Meer. Und wenn du eine lange Welle hast, so und du möchtest ein Signal übertragen, ne? Digitalsignale sind Nullen und Einsen, dann benutzt du diese Wellen, um ein Signal zu kodieren. So, und das heißt, zum Beispiel bei einer langen Welle hast du nicht so viel Möglichkeit, in diese Wellensignal einer 0 und einer 1 reinzupacken. Das heißt im Prinzip, du kannst nur weniger Nullen und Einsen senden. Wenn du ein hochfrequentes Wellensignal hast, kannst du im Prinzip in ganz kleinen Stücken ganz viele Nullen und Einsen unterbringen. Und deshalb ist da die Bandbreite höher. Aber die Langwellen
kann man einfach empfangen, also beziehungsweise oder die kannst du, die muss nicht ganz so krass gerichtet sein wie bei der Hochfrequenzübertragung. Moritz, ich habe mich schon so oft damit beschäftigt und ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal verstanden mit deiner Erklärung. Danke. Echt, er ist noch nie Es ist verstanden. bestimmt falsch. Also ich bin kein Elektrotechniker oder so, aber so habe ich mir das verstanden. Geil. Also, für mich passt's. Ich, Dann leben wir mit unserer Bubble. ja, wirklich. Also, um 21:52 Uhr werden die ersten Fallschirme aufgemacht oder hinausgeschossen, die gehen dann auf durch die Atmosphäre. Und knapp eine halbe Minute später wird dann das Sitzeschild abgeworfen und ab da bekommen wir dann tatsächlich auch wirklich Bilder, oder nicht ab dem Zeitpunkt, aber wie erkläre Ab ich dann wird das? aufgenommen. Ab dann wird aufgenommen, genau, weil dann ist der Hitzeschild weg und man kann tatsächlich runterfilmen. Danke. Und um 21:53 Uhr, genau, da beginnt dieses Avoidance, diese Navigation nach einem perfekten Platz für die Landung zu suchen. Das heißt, der scannt dann tatsächlich die Marsoberfläche, obwohl der Krater schon festgelegt ist, eine bestimmte Gegend schon festgelegt ist, aber der sucht dann dort tatsächlich noch einmal ganz genau vor Ort, ob da jetzt nicht irgendwelche großen Felsen in der Gegend sind, die man vielleicht aus dem Orbit nicht sieht, weil es hat doch alles eine sehr ähnliche Farbe und man erkennt doch nicht alles aus dem Orbit und die Kameras sind doch nur so hochauflösend, aus der Nähe sieht man doch immer besser. Und das sind verschiedene Radarsysteme, die damit mitspielen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Weißt du das vielleicht? Weiß nicht. Nee, also man muss auch nicht alles wissen, aber das jedenfalls funktioniert das dann so. Die versuchen dann nicht auf irgendeinem riesigen Stein zu landen. Um 21:54 Uhr wird dann das Backshell abgeworfen. Das ist quasi dieses obere Ding, das dieses Landemodul mit dem Kran hält, das wird dann auch abgeworfen. Dann gibt es einen kurzen Freifall, bis dann diese 8 Triebwerke, die du uns erklärt hast, bis die dann zünden. Und dann beginnt ein kontrolliertes Herablassen. Also dann sinkt dieses Modul auf unter 20 Meter und dann beginnt dieser Kran, diesen Rover herabzulassen. Und das wird richtig, also darauf freue ich mich schon seit Monaten. Und um 21:55 Uhr ist dann tatsächlich Touchdown. Da sollte der Rover Kontakt mit der Marsoberfläche haben. Und das bedeutet plus 11,5 Minuten, 22:06 Uhr sollten wir die ersten Bilder bekommen. Von der Marsoberfläche direkt. Ja, nice. Ich sehe gerade, das ist auch eine gute Gelegenheit, Roman und Patrick zu sagen, was für eine grandiose Arbeit die machen. Oh ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr, wir haben hier die Discord-Mods, Roman und Patrick, und Martin, Entschuldigung, Ja. die eure Fragen uns praktisch zuspielen, damit wir den Chat nicht verfolgen müssen. Das heißt nicht, dass wir das nicht wollen. Es ist nur, im Prinzip würde wahrscheinlich unsere Gespräche ein bisschen auseinanderreißen, wenn wir da permanent gucken wollen. Und sie nehmen an praktisch eure Fragen und spielen uns die zu. Und ja, und die machen einen grandiosen Job und die fragen gerade Sirwan, ob es okay ist, wenn sie Werbung für den Discord machen. Ja, absolut, bitte. Sehr gerne, weil das ist so ein toller Raum, um einfach, dass man mit unter Anführungszeichen Gleichgesinnten sich einfach austauschen kann und das ist so ein super Raum, also ich kann alle nur bitte dazu ermuntern, den Discord zu joinen und uns da zu uns zu stoßen. Weil ich gerade sehe, Madrigo,
Fragt, Perseverance heißt so deutsch Ausdauer, Durchhaltevermögen. Gibt es daher Ambitionen, dass Percy besonders lang am Mars einsatzbereit sein soll? Dazu habe ich mir, denke ich mal, dass der Antrieb recht interessant ist. Der Antrieb, es sind 45 Kilogramm schweres Modul. Ich habe das vorher versucht auszusprechen, ich probiere es jetzt noch einmal. Ist ein thermoelektrischer Radioisotopengenerator, der Hitze aus dem Zerfall von Plutonium in dem Fall macht. In einem Wort Radionuklid, ist eine Radionuklidbatterie. Und zusätzlich hat der Rover zwei Batterien, zwei Lithium-Ionen-Batterien. Und dieser Stromgenerator ist dafür ausgelegt, 14 Jahre Strom zu produzieren. Crazy. Jetzt wissen wir, wie sehr das JPL Sachen überbaut, overengineert. Und also ich glaube, wenn der Rover diese 14 Jahre schafft, ist schon mal unglaublich wahnsinnig toll. Und wenn das noch ausdauernder ist, als es eigentlich sein soll, kann ich mir vorstellen, dass das Gerät da 2 Jahrzehnte rumfährt und seine Dienste leistet. Ich habe gerade unser Chemiker des Vertrauens, einer der Mods, Ja. Roman, hat gerade wutschnaubend gesagt, wir sollen doch bitte Lithium sagen, nicht Lithium, weil jedes Mal ein Chemiker stirbt, wenn man Lithium sagt. Also Lithium. ich mache es auch. Entschuldigung. Das ist so Danke. umgangssprachlich, nur man sagt immer die Lithium-Ionen-Batterien, aber okay, ich habe es wieder gesagt, schon wieder ein Chemiker gestorben. Es heißt wohl Lithium. Sorry, danke. Danke, Roman. Aber wo Oh, war? auch spannend. Ach Ja, ja, bitte. genau. Also zwei spannende Sachen. Hoffentlich vergesse ich nicht die eine Sache, wenn ich mit der anderen fertig bin. Sache, wie diese Radionuklid-Batterie funktioniert. Ich sehe auch gerade, dass Nuka und Kern und Energietechnik im Chat ist. Den könnt ihr solche Sachen auch fragen. Der hat da richtig Plan von. Das ist der Dominik. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Aber wie das funktioniert, ist im Prinzip, man hat radioaktiven Zerfall von einem Element, was in so einen schweren Kern hat, dass es im Prinzip zerfällt mit der Zeit und dabei wird Wärme frei. Und diese Radionuklidbatterien, die können diese Wärme in Strom umsetzen. Und das funktioniert, also das heißt im Prinzip, du hast eigentlich ein strahlendes Zeugs, was sich zersetzt und bei diesem Zersetzen Wärme frei wird und dann ist um diese, ich nenne es jetzt mal, wie würde man das nennen? Ich komme gerade nicht auf die richtigen Wörter, aber um im Prinzip dieses Pellet, also im Prinzip wie so ein Zylinder kleiner. kleiner Backstein aus strahlendem Zeugs, ordnest du Peltier-Elemente an. Das sind ja, ein bisschen so wie, also man nutzt da im Prinzip die Chip-Technologie, also dass man nimmt dann einen Effekt, dass man diese Wärme nutzt, um Elektronen fließen zu lassen. Und daraus kann man dann im Prinzip direkt Strom erzeugen. Der Wirkungsgrad ist nicht geil, aber ja, geht einfach und dadurch, dass diese Wärmeerzeugung, dass das ein ganz einfacher Prozess ist, ne? Du hast im Prinzip einfach einen Container, in dem dieses radioaktive Material drin ist und das kommt da nicht raus und bleibt da drin und zerfällt einfach über seine zig Jahre. Was meinst du, 11 Jahre oder so ist ausgelegt? Oder Für wahrscheinlich für 11 Jahre 14 hätte es Jahre. genügend Leistung. Hätte es genügend Leistung und es Genau. dauert auch noch ewig weiter, also eine Halbwertszeit. Ne? Aber für 14 Jahre anscheinend könnte es genügend Strom produzieren. Zerfällt einfach, macht Wärme frei und diese Wärme nutzt man dann direkt zur Stromproduktion. Als Nebeneffekt, also Mars ist saukalt, es sieht immer so nach Wüste aus und so, aber es ist. Mars ist deutlich weiter weg von der Erde. Ich weiß nicht, was die Durchschnittstemperatur ist. Ich glaube, so um die minus 70 Grad, glaube ich, so im Schnitt. Oha, Oder okay. noch Also weniger. ich hätte jetzt irgendwie auch so minus 50 gesagt oder so, aber auf Ja. jeden Fall, ich meine, Erddurchschnittstemperatur ist positiv, ne? Deshalb ist es hier angenehm und auf Mars ist es die Durchschnittstemperatur. Deutlich unter Null, meine ich. Es gibt im Mars Sommer oder irgendwie, wenn da irgendwie, kann es auch irgendwie, ich glaube mal, 20 Grad werden oder so, aber das ist
lokal und in direkter Sonneneinstrahlung und so. Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber Mars ist auf jeden Fall saukalt, kalt. Und da hat die Elektronik ein Problem. Und das Schöne im Prinzip an so einer Radionuklidbatterie ist, dass sie halt auch einfach viel Abwärme erzeugt. Das heißt, selbst wenn man da Strom daraus erzeugt hat, ist das Ding trotzdem noch warm. Du kannst dann im Prinzip da eine Heizung drumherum bauen, mit der du dann deine Elektrobauteile auch noch beheizen kannst. Und das ist halt bei Ingenuity ein Riesenproblem, weil man ist dieser Helikopter. Da sind auch Lithium-Ionen-Batterien drin. Die brauchen, ich meine, 2 Drittel der Energie dieser Batterien, um das Ding vor Unterkühlung zu schützen. Das heißt, sie müssen die Batterien permanent warm halten, weil die sonst kaputt gehen würden bei den niedrigen Temperaturen. Und haben dann kleine Solaranlage oben drauf und laden sich dann irgendwie wieder auf. Und aber irgendwie auf jeden Fall deutlich mehr als 50% der Energie in dieser Batterien wird dafür genutzt, um den zu beheizen, damit die Batterien nicht kaputt gehen. Und nur ein kleiner Teil des Stroms wird dann genutzt, um den fliegen zu lassen, was ja irgendwie völlig absurd ist. Und die Batterien werden halt auch genutzt, um bei den Zeiten, wo die hohen Energieansprüche sind, wenn gerade viele Experimente am Laufen sind, dass da das ausgeglichen wird, weil anscheinend produziert dieser Generator jetzt nicht Unmengen an Strom, sondern gerade mal so viel, dass es reicht. Und teilweise wird dann auch überschüssige Energie freigesetzt oder hergestellt. Und die wird dann in diesen Lithium-Ionen-Batterien gelagert und zur richtigen Zeit dann freigegeben. Aber wirklich was gelernt, Lithium-Ionen-Batterien. Das nächste Mal, wenn das jemand sagt im Supermarkt, dann sage ich, hey, nein. Hier fragt Go for Truth: Hallo Jungs, kann sich Perseverance schneller auf dem Mars fortbewegen als seine Vorgänger? Ich meine, das hatte Sivan ja eben schon gesagt, das ist ja das gleiche Fahrgestell wie sein Vorgänger und dementsprechend wird sich genauso schnell fortbewegen. Dadurch, dass Perseverance und Opportunity deutlich größer sind, jetzt sage ich schon wieder Opportunity, na, Perseverance. da Persevere. gibt deutlich größer sind als Spirit und Opportunity, die davor unterwegs waren, da sind die Räder halt natürlich auch größer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der insgesamt fixer unterwegs ist als die beiden. Und bei den Sojourner Pathfinder, das war nur ein ganz kleiner, der war irgendwie, also so groß, noch nicht mal, also, ich meine so groß wie so ein Schuhkarton nur. Hatte auch schon 6 Räder, also die sehen schon alle irgendwie ähnlich aus wie die Mars Rover. Aber das war ein ganz, ganz kleiner. Und da ist auch was Interessantes, weil du vorhin meintest, warum der Skycrane, warum da oben drüber ist und ne, dass es mal eine Rampe bräuchte, so runterzufahren, wo man sich denkt, ey, wenn das Ding eine Tonne wiegt, was muss das für eine Rampe sein? Das ganze Gewicht muss ja mitnehmen. Und bei dem Pathfinder Sojourner war das tatsächlich ein Problem, dass die hatten diese Airbags und da waren die, und die hatten extra 2 Rampen, aber die Airbags sind nicht richtig platt gemacht worden und dann stand die Rampe in der Luft und das heißt, die wären beinahe nicht von der Land oder von dem Landegestell runtergekommen, weil ja, die Rampe in der Luft war. Übrigens, ich habe jetzt ins Mission Control geschalten, weil man da schon ein bisschen was sieht. Läuft der Stream parallel zu uns gerade? Ich sehe ja nur Ja, genau. unseren. Nur Mission Control, was die halt so zeigen. Die zeigen teilweise auch Interviews und so, aber einfach um ein bisschen interessanteres Bild, so ein bisschen mehr Action im Bild zu haben. Ich glaube, die Leute freuen sich auch, ein bisschen was anderes außer uns zu sehen, aber ohne Ton. So. Schauen wir mal, ob es noch Fragen gibt. So. Haben wir Wir da könnten ein bisschen noch? über die Experimente reden. Also ich Ja. glaube, wir sind ganz, ganz gut. Aber du hast recht, ne, Fragen, haben wir irgendwas Fragen. vergessen? Warte mal. Triebwerke, das wäre wahrscheinlich eine Frage für mich. Die kann ich leider nicht beantworten, ob die gleichzeitig zünden. Schon relativ gleichzeitig, weil die sonst natürlich einen Moment erzeugen und das Ding irgendwie umdrehen würden. Es kann natürlich sein, dass die versetzt zünden. Ich müsste lügen. Also irgendwie bei der Saturn V waren ganz kurze
Abstände, nur wann die Triebwerke zünden. Es waren versetzt, aber sie haben nicht gleichzeitig gezündet und ja, ich müsste lügen. So, ich weiß es leider auch nicht hundertprozentig. Ich weiß es nur, wie es das bei Raketen, damit eben nicht die Triebwerke sich gegenseitig zerstören, weil sie gleichzeitig zünden, werden sie halt mit Millisekunden versetzt gezündet. So. Und Martin auch da, jawohl, sehr schön. Lob von Go for Truth 911. Ja, geil, danke, danke, danke. Also, Experimente, es sind 23 Kameras an Bord. Ein Wahnsinn, 23. Ich bin Fotograf und habe keine 23 Kameras. Also, Wahnsinn. Ein Röntgenspektrometer, ein UV-Laser, an dieser Stelle liebe Grüße an den Chris, Laser mit an Bord. Auf dem Hauptmast ist eine Kamera drauf mit einem Super-Zoom. Und was kann diese Kamera noch? Warte mal, möchte ich nicht anlügen. Was ist denn da? Also, um Chris' Worte zu sagen, Laser drauf. Genau, das sind Laser. Also es ist eine, also es ist ein Laserspektrometer, das ist im Prinzip eine wirklich eine Laserkanone, mit der die auf Steine draufschießen können. Und wenn dann die Elemente, die da sind, verdampfen, erzeugen die ein Licht. Das klingt jetzt komisch, aber im Prinzip, wenn du irgendwie Sachen abfackelst, kennt man ja vielleicht, dass das so in unterschiedlichen Farben abfackelt. Mhm. Und das hat damit zu tun, wie die Atome aufgebaut sind und Elektronen, Schadenmodelle, bla 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 bla. Und wenn Sachen abgefackelt werden, dann gehen Elektronen auf ein höheres Energieniveau und wenn die, weil die erhitzt werden und wenn sie wieder zurückspringen, praktisch auf ihre Schale, von der sie eigentlich kommen, wird ein Licht frei mit einer spezifischen Wellenlänge. Und so funktionieren ganz viele Spektrometer. Und dadurch kann man ganz genau sagen, also kriegt man im Prinzip so einen Plot, wo man so irgendwelche Zacken drauf sieht. Und für jedes Element hast du dann unterschiedliche Zacken und kannst dann die Zusammensetzung, die atomare Zusammensetzung von irgendwelchen Zeugs feststellen. Und das im Prinzip von, keine Ahnung, 3 Meter Entfernung, ne, hast dann deine Laserkanone drauf, peilst einen Stein an und sagt, und also ich weiß nicht, ob das Geräusche geil macht, aber ich stelle mir vor, dass es geile Geräusche macht. Oh, da können wir auch darauf eingehen, dass ja ein Mikrofon an Bord ist. Zwei sogar. Und eins wird sogar aktiviert beim Eintritt in die Atmosphäre. Das heißt, wir kriegen beim Eintritt in die Atmosphäre schon Bilder, Sound, also Audio. Also, eine kleine Wetterstation ist an Bord. Das sogenannte META, Mars Environmental Dynamic Analyzer. Ist im Endeffekt eine Wetterstation, misst Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, was gehört noch zum Wetter, Moritz? Oder Luft, der Luftdruck gehört auch zum Wetter, das wird alles gemessen. Und an der Unterseite, also der Rover hatte diesen Arm mit so einer Bohrmaschine, unter Anführungszeichen Bohrmaschine, der bohrt rein. Nimmt Proben, die werden dann oben in den Rover gefüttert und können von unten von einem Laborassistenten, da ist auch noch ein Arm, der kann dann von oben quasi durch diese Röhren auf diese Proben zugreifen. Diese Proben, wir haben 43 Plätze für Proben zum Lagern. Warum lagern? Weil der Plan ist, in weiterer Folge diese ganzen Proben wieder zur Erde zurückzubringen. Nicht mit dem Rover, mit einer zukünftigen Mission. Warum aber nicht, wenn wir das nächste Mal zum Mars fliegen und ein Gefährt mithaben, das zurückfliegen kann, warum nicht da bohren? Die Idee dahinter war ja, dass die sagen, wir wollen jetzt schon Proben einlagern und konservieren, bevor weitere menschliche Missionen oder bevor sogar Menschen auf dem Mars sind, die eventuell die Marsoberfläche kontaminieren mit menschlichen Mikroben und Bakterien, die auf uns drauf sind, in uns drinnen sind. Also finde ich schon recht cool. Da können dann, glaube ich, bis zu 20 Proben in diese Sonde rein, die dann zur Erde zurückfliegen kann. Das ist dann natürlich viel einfacher, weil
aus vom Mars kommt man viel einfacher unter Anführungszeichen weg als von der Erde, weil fast keine Atmosphäre und wie viel? 60% der Masse, dadurch 60% der Gravitation, oder? Ich möchte jetzt nicht anlügen. Ja. Oder wie viel Prozent? Da. Echt? Ich dachte, oh, ich dachte, es ist noch weniger. Ich müsste lügen. Ich hätte jetzt 40% 40 gesagt, ist die. aber. Warte mal, wie ist das die Mod? Wie viel Prozent der Gravitation gibt es auf dem Mars? Ja. Ist die Frage von Argon kann ich leider auch nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie stark der Laser ist. Ein Drittel, sagt Roman. Ah, Okay, also ich, 30 ja. Prozent. Ja, also noch weniger. Also von daher ist es einfacher, vom Mars wegzukommen, und diese Proben, die würden dann wahrscheinlich, der Plan ist, die werden vom Mars weggeschossen, zu einem Satelliten gebracht, der in der Marsumlaufbahn wartet. Dieser Satellit gibt diesen, dieses, nimmt den auf, tut ihn in eine, verpackt ihn unter Anführungszeichen und gibt ihm einen Schub Richtung Erde, und somit wird dann die Sonde irgendwann wieder. Aber da reden wir davon, dass diese Return-Sonde, also die Rückkehrsonde, in den 2030ern bei der Erde zurück ankommt. Bis dahin, wer weiß, vielleicht waren dann schon Menschen tatsächlich selber auf dem Mars und haben Proben genommen. Aber gut, dass wir dann diese Proben eingelagert haben, bevor diese Menschen schon da waren. Also ist nicht ganz sinnlos. Magst du mal was zum Moxi sagen? Weil Ja, verdammt, ich kann die Abkürzung nicht auswendig. Mars Oxygen in situ Utilization Mars Oxygen in situ Resource Utilization. Also Ja. im Prinzip abgekürzt oder auf Deutsch ins Unreine gesprochen, vor Ort Sauerstoffherstellungsdingsbums. Und ja, also ein Experiment, was aus der Marsatmosphäre Sauerstoff erzeugen soll. Und das hat mehrere Hintergründe. Also klar, man denkt natürlich, die Astronauten, die brauchen Sauerstoff zum Atmen. Aber der viel krassere Punkt oder die viel sinnvollere Sache ist noch, dass wenn diese Menschen mal vom Mars zurück wollen, müssen sie das mit einer Rakete tun. Und wenn du zum Mars deinen Treibstoff mitnehmen musst, um wieder zur Erde zurückzufliegen, ist das eine ziemlich große Rakete. Und Sauerstoff, also je nachdem, mit was für einem Gemisch du fliegst, weiß ich nicht, was für einen Treibstoff die benutzen. Ne? Irgendwie SpaceX sagt jetzt irgendwie Methan und Sauerstoff. Gibt auch Wasserstoff mit Sauerstoff. Aber auf jeden Fall Sauerstoff, 16 mal so hohe Masse wie Wasserstoff. Das heißt, super schwer und das zum Mars hinzubringen ist total anstrengend. Deshalb ist es cool, wenn du Sauerstoff auf der Marsatmosphäre herstellen kannst. Und das ist ein ganz kleines Experiment, wo wir ganz kleine Mengen nur damit herstellen, aber halt im Prinzip das Proof of Concept. Also im Prinzip zeigen, von wegen, ist das ein Konzept, was irgendwie funktionieren könnte. Verdammt, ich habe meinen Apfel nicht. Senkrecht starte online ohne Apfel. Nein, vielleicht, wenn du gleich was erzählst, hole ich meinen Apfel. Genau, dann. Also, das Ding ist, die wollen ja, wir brauchen Methan, um dann mit den Starships zur Erde zurückzukommen. Das ist die Idee, in erster Linie mal mit Moxi Sauerstoff herzustellen. Und da kann euch dann wahrscheinlich der Roman mehr dazu sagen. Aber so wie ich das verstanden habe, brauchst du zum Sauerstoff, weil Methan ist ja CH4. Du brauchst ja Sauerstoff zum Atmen, und mit Wasserstoff und Kohlenstoff, und Kohlenstoff haben wir 96% in der Atmosphäre, und Wasser haben wir in Form von Eis auf der Oberfläche, müsste man dann doch irgendwo Methan herstellen können. Und Sauerstoff als Oxidator oder als Oxidationsmittel zusätzlich. Und dann hast du schon deinen Treibstoff, mit dem du Starship tanken kannst. Aber ich weiß halt nicht, Okay. wie das funktioniert.
Also ich muss hier kurz meine Maßstocken ins Spiel bringen. Ich bin hier völlig dem Thema. Oh, ich kann natürlich auch Mars anmachen. Also ihr seht ja hier den Mond, der ist normalerweise in meinem Volk entweder mondfarben oder lila, aber ich kann ihn ja jetzt hier mal auf Vorführeffekt. Nein, rot packen. Moritz, ich hab mir auch einen Marsapfel geholt in Rot. Extra für die Sendung, weil du dabei bist. Dazu fragt CubeTechy wahrscheinlich. Wahrscheinlich fällt da ein C. Wie fliegt man eigentlich zum Mars? Nutzt man hier Slingshot-Manöver? Nee, die fliegen Vollgas direkt hin. Also das heißt, die ist eine Atlas 541, also eine Atlas 5 mit 5 Meter Fairing, 4 Feststoffbooster und einem RL-10. Also RL-10 habe ich übrigens in meinem Video gemacht, wer das noch nicht kennt. Geiles Triebwerk. Und Feststoffbooster habe ich auch ein Video gemacht, wer wissen möchte, wie Feststoffbooster funktionieren. Geiles Video. Unbedingt reinschauen. und ja, die ballern im Prinzip die Oberstufe mit dem RL-10 in Erdorbit und dann von da aus relativ direkt auf den Mars. Tatsächlich zielen sie am Mars vorbei und da sind wir bei dem Punkt mit dem Kontaminieren, was Silvan vorhin gesagt hat. Dieser Rover und alles ist total in einem Reinraum hergestellt und das sollte nicht kontaminiert werden, weil die Gefahr ja besteht, dass man Leben von der Erde mitbringt zum Mars und das dann findet und denkt, oh, wir haben Leben auf dem Mars gefunden, aber das gab es da gar nicht, sondern wir haben das da mitgebracht. Und diese Oberstufe, der Atlas 5, die wird am Mars vorbeigezielt, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, im Prinzip den ganzen Wumms, den man irgendwie braucht, aus der Oberstufe zu holen, um auf dem Mars direkt zu zielen. Was heißt, ob sinnvoll? Da lehne ich mich zu sehr aus dem Fenster. Aber auf jeden Fall ist diese Oberstufe gezielt am Mars vorbeigerichtet, damit sie nicht auf dem Mars einschlägt und nicht den Mars eventuell kontaminiert mit irdischem Leben. Das ist sowas finde ich irgendwie spannend. Ja, also Roman hat uns da noch ein bisschen eine Hilfe reingeschrieben. Also Moxie ist im Endeffekt nur eine Brennstoffzelle, die rückwärts funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, da nimmst du zwei CO2, also zwei Kohlenstoffdioxidmoleküle und machst daraus zwei Kohlenstoffmoleküle und ein Sauerstoffmolekül. Ich weiß nicht mal, wie eine Brennstoffzelle funktioniert, geschweige denn, wie sie rückwärts funktioniert. Aber vielleicht wissen das die Chemiker und anderen Techniker unter euch. Und mit dem CO2 kannst du das Methan. Kannst du Methan machen. Und wenn du H2, also ein Wassermolekül, was ist H2? H2 ist ja kein Wassermolekül, oder? Nur H. Doch, ist elementarer Wasserstoff. Das heißt im Prinzip, genau, es ist Wasserstoff, und aber Wasserstoff, der kann alleine nicht, der ist radikal und braucht ein weiteres Wasserstoffatom, um ein Molekül zu bilden, was dann in sich stabil ist. Genau. Und aus der elektrolytischen Wasserspaltung, okay, ich versuch das gar nicht. Du nimmst ein Kohlenstoffmolekül her plus drei Wasserstoffmoleküle und daraus wird Methan und Wasser. Das ist doch richtig geil. Wasser kann man trinken und mit dem Methan kannst du zurück zur Erde fliegen. Hammer. Mega. So, und das ist im Endeffekt der Sabatier-Prozess, so heißt das Ganze. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe, was das ist. Denn CO2, 4. Okay, ich probiere das gar nicht, vielleicht kannst du. Aber gut. Diese Proben. Die werden an der Unterseite gelagert, können von oben und von unten zugegriffen werden. So, was haben wir dann noch? Die Kamera, genau, auf dem Hauptmast hat 20 Megapixel. Es ist jetzt, wir haben hochauflösendere Kameras bereits, aber 20 Megapixel. Da kannst du schon richtig, richtig geile Sachen machen. Und dafür. EK ist das, oder? 20 Megapixel?
Ich weiß gar nicht. Aber das ist schon gut, weil wenn man vergleicht mit Curiosity, das waren 2 Megapixel. Also das ist das Zehnfache an Auflösung und das ist super. Und im Endeffekt, da kann ich als Fotograf glänzen, sind die Megapixel nicht unbedingt aussagekräftig, wenn es um die Qualität der Fotos geht, weil es geht viel mehr um die Linsen und um den Sensor. Und ich glaube, da wurde auch viel gemacht, dass da einfach neue Sensoren drinnen sind, die viel, viel besser funktionieren, ein viel größeres dynamisches Spektrum haben, also viel mehr Farben abbilden können. Dadurch kannst du schönere Unterschiede erkennen zwischen den verschiedenen Farben auf dem Mars. Wir sehen hier im Stream von der NASA sehen wir schon geile Bilder, wie sich der Rover, die Sonde dem Mars nähert. Sehr schön. Echt herrlich. Da fragt Fett mit Big Mac, ist Everyday Astronaut euer Vorbild? Ist Everyday Astronaut dein Vorbild? Starten, also Tim ist klasse. Der macht das natürlich vollberuflich und macht es so ganz und völlig. Ja, ist mit allem dabei. Ich bin voll berufstätig, das kann ich jetzt nicht leisten, aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, einen großen Verdienst daran, dass die Weltraumszene in den USA oder im englischsprachigen Raum, dass sie so abgeht, so, weil er hochkomplexe Sachen sehr einfach erklärt hat und eine Begeisterung ausstrahlt und von wegen, yo, Team Space und ist alles geil und mega, was gerade abgeht und also viele Leute abholt, die jetzt keine Tech-Nerds sind, sondern einfach das irgendwie cool finden mit Raumfahrt oder das immer schon irgendwie ein bisschen interessant fanden und das ist halt, das darf man nicht unterschätzen, ne? Also irgendwie, wenn man aus einem hochkomplexen Nischenthema ein breites Thema macht, wow, also cooler Typ. Also ich finde ihn auch mega. Ich hole mir viele meiner Infos von Tim Dodd. Er macht das richtig, richtig gut. Er hat seine Karriere mehr als verdient. Der hat nicht nur die Begeisterung, sondern auch das ganze Wissen, das er hat und wie er das vermitteln kann. Ich möchte jetzt niemandem schlecht reden, aber da gibt's Lehrer, die auch viel Wissen haben und das einfach nicht vermitteln können. Und er schafft es aber, für viele Menschen zu erreichen. Und das so auszudrücken, dass es sowohl die Nerds und die Chemiker und Techniker, die ihre Fachbegriffe gerne hören, aber auch diejenigen wie mich, die keinen Plan von der ganzen Materie haben, die abzuholen und denen das so zu vermitteln. Also, um es in kurzen Worten zu sagen, ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig geiler Typ. Genau. Senkrechtstarter, Discord. Ah ja, genau, danke Patrick. Moxie, Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment. Das E habe ich am Ende. Das Experiment, genau. Also vor Ort, in situ Resource, in situ heißt ja vor Ort, situ Situation, in der Situation, dort wo du bist, verwendest du die Ressourcen, die du vor Ort hast. Das heißt, du nimmst nicht immer alles mit. Und Experiment brauche ich nicht übersetzen, hoffentlich. Dann Nuka Kern und Energietechnik. In den letzten Jahren sind ja einige Mars-Orbiter dazugekommen. Konnte dadurch die Datenrate bei der Kommunikation zur Erde verbessert werden. Die hochauflösenden Fotos wollen ja auch übertragen werden. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also was halt geil ist, dass super geile Bilder und super scharfe Bilder und also viel analysiert werden konnte, so, sowohl die Atmosphäre, aber auch einfach, dass man ja, Gesteinsformationen irgendwie aus dem Orbit sehr gut sich anschauen konnte und auch im Prinzip der Landeplatz, den man jetzt gewählt hat, dass man den ausgewählt hat, weil man so hochauflösendes Material von dem Mars jetzt hat. Da gibt es auch mittlerweile coole Bilder von den alten Sonden, das heißt von den vorherigen Sonden. Ich meine sogar, Vielen Dank.
von den Viking-Sonden, dass man im Prinzip jetzt gesehen hat, da und da sind die gelandet und dass man diese uralten Sonden noch aus den 70ern, dass man die da gefunden hat, obwohl da irgendwie Marssand durch die Gegend fliegt. Aber auf jeden Fall die vorherigen Rover des JPLs, da haben man im Prinzip die Fallschirme, konnte man sehen und wo der Skycrane praktisch hingeflogen ist beim letzten Landeversuch und das ist schon cool. Ich möchte euch dazu eine Sache zeigen. Gibt es nur einen Moment, dass ich das alles... es geht los, oder? Es schreibt gerade Video Space News Crew Stage Separation. Crew Stage Separation, okay, geil. Dann zeige ich euch das nachher. Und ist das in deinem NASA-Screen, der da läuft? Wird das da ja, genau, das wo ist das ist? Ist der... Das zeigt das Richtige, glaube ich. Das ist Watch NASA Perseverance. Ja, das ist das Richtige. Ja, das ist richtig geil. Jetzt geht es langsam los. Oh mein Gott. Es ist soweit. Man sieht, wie die im Mission Control quatschen. Das wird nicht irgendwie eingeblendet mit wo man ist oder so, oder? Die zeigen das abwechselnd. Also die zeigen noch die Animation, glaube ich, jetzt im Moment noch. Und das wird hin und her geswitcht. 8 Minuten bis Eintritt in die Atmosphäre. Mhm. Schreibt Norman. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind sogar 3 Minuten. Bin mir nicht sicher. Ja, 8 Minuten. Oh, wenn man Perseverance bei YouTube eingibt, kommt ja nur Quatsch. Oder liegt das daran, dass er. Also ich. Nichts von der NASA jetzt. Vielleicht ist auch mein Browser total mit Cookies. So, ich mache hier ein bisschen Internet zu. Seiten. Kann man auch zumachen, das brauchen wir. So. Also ich habe eins unten so angezeigt, die wo man gerade ist, irgendwie Atmospheric Entry in 7,5 Minuten. Mhm. Ja, okay. Gucken wir es gleich. Das ist spannend. Ja. Na, das ist schon das Richtige. Es gibt halt eins nur von Mission Control, aber das ist, glaube ich, langweilig. Die zeigen, sobald es was Spannendes gibt. Tatsächlich. Und zwischendurch, glaube ich, solange man noch keine realen Bilder hat, zeigen die vermutlich halt immer die Animation. Aber das ist auch schon geil. Inzwischen, was können wir noch? Ah, genau. Die verwenden ja für Perseverance im Endeffekt fast das Gleiche. Eine der größten Upgrades sind die Reifen. Die haben unheimlich viel gelernt von Curiosity, weil Curiosity ist, glaube ich, einmal richtig, richtig heftig hängen geblieben, wo dann die Wissenschaftler den Zwilling von Curiosity auf der Erde in die gleiche Situation gebracht haben. Und das Ding ist, du hast dann im Endeffekt 10 bis 20 Minuten Verzögerung zwischen jedem Befehl zum Rover. Das heißt, du schickst einen Befehl. Das dauert 30 Minuten, bis er ankommt. Dann reagiert er und dann siehst du erst eine halbe Stunde später fast, was der Rover im Endeffekt gemacht hat. Und die haben das deswegen auf der Erde nachgestellt, diese Situation. Und haben dann ein Programm programmiert, wie sich der Rover quasi selbst aus diesem Schlamassel rausbewegt. Also deswegen die größten Upgrades, einer der größten Upgrades sind die Reifen. Die haben einen viel größeren Durchmesser und eine größere Lauffläche, um nicht hängen zu bleiben, um einen besseren Grip zu haben. Bei Curiosity hatte die Lauffläche zum Beispiel auch so Löcher drinnen, die eingebaut waren, um Geröll und Steine, die in den Reifen reinkommen, ablassen zu können. Aber das scheint daraus scheinen sie gelernt zu haben und bei Perseverance sind die Laufflächen, haben die zwar ein Profil, aber keine Löcher mehr drinnen. Was kann man noch darüber sagen? Ah ja,
Was sehr cool ist, ich glaube, da hatten wir auch, da war bei deinem Stream letztens jemand dabei, der gesagt hat, sein Name ist mit an Bord und da ist eine Plakette mit drei Chips. Auf der Plakette ist die Sonne, Mars und Erde abgebildet und auf diesen drei Chips sind 10, also fast 11 Millionen Namen mit an Bord. Da hat man sich anscheinend registrieren können und seinen Namen mit hochschicken können. Also auch recht cool. Da habe ich mich geärgert, als ich es gehört habe. Dachte, oh, so eine Scheiße, das hätte ich auch gern. Ja. Ich meine auch im Discord, da haben auch ein paar Bilder gezeigt, wo sie sich da, hat man dann aus einer Plakette, also so ein Ticket, so ein Flugticket zum Mars mit deinem eigenen Namen drauf. Geil. Und dein Name ist mit auf dem Ding. Und das ist halt, das merkt man halt immer mehr, dass die NASA halt gecheckt hat, öffentlichkeitswirksam. Also ich finde, die haben auch so keinen schlechten Job gemacht, hat das aber immer mehr, ne, von wegen jetzt mit dem viel mehr Kameras reingepackt, auch wenn die vielleicht für den wissenschaftlichen Nutzen nicht unbedingt notwendig sind, aber auch Mikrofone, von wegen, die werden Ton haben, wo man, also Sachen, die der Autonormalverbraucher, sage ich jetzt schon, greifbar macht, wie das da so ist. Und da gehört diese Aktion natürlich auch dazu, ne? Dass du sagst, du holst dann irgendwie Kiddies ab und so, die dann mega stolz sind, dass ihr Name auf dem Mars ist. Und das finde ich großartig, sowas. Weil es hilft der Raumfahrt, aber es hilft auch der Forschung und die Leute dafür zu begeistern. Und da hatte ich gestern, glaube ich, ein Video geguckt, wo es darum, ich glaube, es war eine der Vorbesprechungen zu Perseverance, wo sie gesagt haben, irgendwie was, also Probleme lösen und Wissenschaft und so. Und wenn du schlecht bist in der Schule in Naturwissenschaften oder so, hey, ist überhaupt kein Problem. Dann lern halt mehr das Problem lösen, das ist Wissenschaft. So, ne? Wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie vor einem Problem stehst und das erst nicht gelöst kriegst, das ist Wissenschaft und dieses Knobeln, dass das Spaß macht und ja, diese Begeisterung für ja, Wissenerwerb und Sachen herausfinden, die vielleicht vorher niemand herausgefunden hat. Zwei, 3 Minuten. Crazy. Du bist leise oder habe ich etwas falsch gemacht? Ausgeschaltet? Ich höre dich nicht mehr. Aber mich hört man noch. Silbermann hörte ich wohl auch nicht mehr, meint Patrick. Naja, dann erzähle ich ein Ah, bisschen was. jetzt hört man mich. Mein Mikrofon war gemutet. Sorry. Oh mein Gott, weil ich habe gerade in die Nüsse gebissen. Ah, Panik. Ah, sorry, hörst du mich? Ja, sorry. Ach, mein Gott. Was ich vorhin erzählen wollte, die Fallschirme öffnen sich auf zwischen 9 und 13 Kilometern. Und das hängt auch davon ab, dieses Navigationssystem hilft dann einfach zu entscheiden, wann dann diese Fallschirme tatsächlich geöffnet werden, um den idealen Ort auszusuchen. Also, weil sonst müsste der Rover monatelang im Schneckentempo dorthin fahren. Wenn er sieht, okay, das ist ein interessanter Spot, kann dieser Algorithmus und diese künstliche Intelligenz unter Anführungszeichen selbst entscheiden, da will ich hin, da fliegen wir jetzt hin. Deswegen machen wir den Fallschirm jetzt oder in ein paar Sekunden auf. Also da. Ja, übrigens der größte Überschallfallschirm, der je gebaut und getestet wurde. Also das heißt, der öffnet, wenn, also da ist das die Sonde noch mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs, muss man sich vorstellen, ne? Das sind über 1200 Stundenkilometer und da wird dieses Segel dann auf einmal aufgemacht. Ich glaube, so 20, 30 Meter ist das groß, also Segel, beziehungsweise der Fallschirm halt, ne? Und muss dann diese krassen Geschwindigkeiten widerstehen. Ja. Wow, es geht los! Wahnsinn. So. Ah, geil, sogar mit Telemetriedaten. Geschwindigkeit und alles dabei. Wow.
hast du den Stream unten drunter gepostet, wo der Link ist? Ja, ich hab die Links zum Video gepostet. Das heißt, ihr könnt die Links unten nachschauen. Ja, man sieht das richtige Bild. Herrlich, wunderschön. So. Oh oh. Ich ärgere mich noch immer, dass das Mic gemutet war, weil ich unbedingt zwei Cashews essen wollte. Der keine Animation hat, Telemetrie hat. Alles kommt immer wieder, also das war nur die Animation. Yeah. Oder? Also ich sehe jetzt diesen Typen. Mhm. Okay. Ja, ist schon aufregend. So, Jezero Creator ist da schon markiert. Geschwindigkeit 2300 Meter pro Sekunde. Das heißt, und das wird langsamer, das heißt, es wird entschleunigt schon. Dieser Typ ist schon ganz nervös. Schau, wie er mit den Beinen zappelt. Er ist richtig nervös. Ich weiß auch. Man sieht ja die Geschwindigkeit, dieses Accelerometer, also praktisch die Beschleunigung, mhm. Das ist auch ein krasser Punkt, ne, von wegen, ich glaube, da war irgendwie paar 60 Meter pro Sekunde, ne? Erdbeschleunigung ist 9 Meter pro Sekunde, mhm. 9,81. Und das heißt also, ein Vielfaches der Erdbeschleunigung wirkt da gerade auf die Sonde. Das heißt also, diese Bremskräfte, die spürst du richtig, die drücken. Also wenn du da drin sitzen würdest, würdest du halt volle Kanne entgegen der Fahrtrichtung gedrückt werden. Das heißt obwohl die Anziehungskraft vom Mars eigentlich ein Drittel der Erde ist, muss der Rover doch so stabil gebaut werden, dass der das aushält, weil das ist kein Witz. Aber auch krass, jetzt sind wir schon bei 14 Meter pro Sekunde, das heißt, sie haben gerade in kürzester Zeit irgendwie die Beschleunigung runtergefahren, also den Großteil der Geschwindigkeit haben, da sieht man ja im Prinzip, ne? Nur noch Überschallgeschwindigkeit, mhm. 1000 Meter pro Sekunde. Wow. Überschallgeschwindigkeit so 300 Meter pro Sekunde etwa. Auf 15 Kilometer Höhe, 15,5 Kilometer. Nur noch 560 Meter pro Sekunde. Jezero Creator. Wow. Das ist sowas Geiles mit zu beobachten. Die sind alle wahrscheinlich todesaufgeregt. Boah, was heißt, ich bin schon so aufgeregt. Ich glaube, du hast mitgebaut. Oh ja, allein wenn ich da den Fußboden wischen würde, wäre ich aufgeregt. Wirklich? Ja, falls jemand von der NASA zuguckt, ich würde bei euch den Fußboden wischen. Ja. Sofort. Alles. Ihr könnt mich auch alle adoptieren. Geht auch. Also die haben applaudiert, das ist ein gutes Zeichen. So. Laut Animation ist jetzt die Fallschirm. Der Fallschirm offen. Deployed. Sie haben Unterschallgeschwindigkeit. Heatschild. Schild abgeworfen. Mhm. Müsste sein. Ja, er nickt zustimmend. Wow. Und tatsächlich schon beim Vorgänger hat man Bilder gesehen aus der wie das Hitzeschild abgeworfen wurde und das dann im Prinzip dann Richtung Mars saust, während die weiter abbrennen. Geil. Also sie haben jetzt Radar Lock, das heißt, sie
können jetzt navigieren mit dem Bodennahradar und ihren Landeplatz suchen. Mhm. Oh. Ach du meine Güte. Okay, nochmal Applaus, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, alles schön bei Sirwan ein Abo dalassen, ne? Oh ja, unbedingt bitte. Bei Moritz auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oh. Hammer. Okay, die Triebwerke sind an. Also wir wissen es nicht, wir gehen davon aus, dass das jetzt gerade passiert. Ja, genau. Aber wenn die applaudieren, okay, die applaudieren und das ist eigentlich, die wissen es eigentlich noch gar nicht, oder? Die können es gar nicht wissen, weil das die tun auch nur so. Lieber jetzt applaudieren als nachher weinen. Ich find's auch witzig, die können im Endeffekt jetzt nicht wirklich was ändern. Die können nur monitoren, also beobachten und die Daten analysieren. Aber ich finde es witzig, ja, die haben auch einen Livestream mit der Familie laufen, sehe ich. Einen Videochat mit der Familie. Oh nein. Landung. Oh. Gleich müsste der Applaus kommen. Laut Animation stehen wir auf der Marsoberfläche. Jetzt heißt es warten. 11,5 Minuten. Ja. Okay, das ist ein sehr gutes Zeichen. Alle springen auf. Moritz, herzliche Gratulation. Wir haben es geschafft. Geil. Bei mir war es zeitverzögert. Geil. Geil. Richtig geil. Cool. Aber heißt das jetzt, dass das alles funktioniert hat? Also Touchdown heißt auf jeden Fall, dass wenn sie... Aber wir haben noch keine Bilder, das heißt, aber die Signale brauchen ja 11 Minuten, das heißt, im Endeffekt, wenn der Rover in der Atmosphäre zerschellt wäre, würden wir das erst jetzt dann gleich wissen. Oder dürften langsam die Infos kommen zum Eintritt und so weiter, oder? Ja, nein, sie haben jetzt die Daten bekommen, dass sie getouchdown sind. Ah. Und sie bekommen okay. Jetzt schon die Telemetrie. Also das ist alles jetzt schon vor 11 Minuten passiert, aber... Machen wir den Ton vom Stream kurz an. Ja. Schauen wir mal, was der sagt. Das ist eine Ansprache. Es müssten Bilder jetzt langsam kommen. So much has been riding on this. Yeah, we just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars. Yeah. It's not the flight. We have seen the completion of EDL 3000. Copy activity. That is as expected. Okay. MRO is still seeing a strong signal from lander. Hast du den Ton jetzt an bei dir auf ja. dem Team? Ja. Ton ist an. Ich höre jetzt auch rein. We have just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars. Ja. Congratulations to the mission. And looks like we have some more news in. It looks like we're getting the first image. Erste Bilder kommen rein. Hör mir auf. Flight, this is OL3. I have the target point on the map when you are ready. We are ready, OL3. Go for it. Mit was für einem Toaster haben die das denn aufgenommen? Ah. Warte mal, ich tun's weg.
moving in, showing you the safe zone that we've landed in. Oh. Okay. Schwarz-Weiß. Firm Perseverance on the surface of Mars. Now it comes from the engineering cameras, known as the hazard camera. This camera is mainly used to help the rover drive safely around Mars, and we will get higher resolution photos Foto. Man sieht den, Wow. Ein bisschen schärfer. Mega toll. Ja, also das ist jetzt natürlich für alle Leute, die jetzt gedacht haben, es gibt jetzt hier die Voll-HD-Sachen und so, sind ein bisschen enttäuscht, aber das, sobald die Antennen ausgehielt haben, also über den Tag jetzt, werden wir auch geilere Bilder noch kriegen. Und sobald die Bandbreite schön hoch ist. Mhm. Ja, jetzt ist die Stimmung richtig ausgelassen, dein Mission Control. Alle kriegen Nachrichten von der Familie. Super toll. Herrlich. Our second image is in. Oh, zweites Bild kommt rein. Okay, these we have a camera in the front and out rear of the spacecraft. It's they're near the ground, so these are pretty close. So you can see the wheels there, and they're a little dirty because we've got glass covers over these cameras. But we took these seconds after landing, so there's still dust in the air from our landing event. So this is happening. This happened just seconds ago, just arrived, and this is really amazing. And we even know where we landed. This is the most amazing thing. The vehicle has told us where it's landed because it figured it out. Mm-hmm. You know, this is a sign. NASA works. NASA works. And when we put our arms together, ich mag, dass das Programm, mit dem Sie das angucken, der Bildviewer, dass der Mars Viewer heißt. This is what we can Geil. Do Oben links. On all of the problems we have, we need to work together to do these kinds of things and make success happen. Ja. Das sind echt erst die ersten Bilder. Der Rover hat uns oder hat Mission Control bereits die exakte Position mitgeteilt. Administrator of NASA, Steve Jurczyk. Steve, welcome and congratulations. Oh, das ist aber nicht Corona-konform hier, hey, thank you. What an amazing die Nackbombs. Day. How does it feel to have another rover on Mars? It's amazing to have Perseverance join Curiosity on Mars, and what a just a credit to the team. I mean, just what an amazing team to work through all the adversity that goes and all the challenges that go with landing a rover on Mars, plus the challenges of COVID, and just an amazing accomplishment. And what does this mean for NASA and its future plans? So for robotic exploration, you know, every time we execute a mission with new instruments, we discover new things and things we never thought we would discover. So that always informs our future robotic missions, both landers, rovers, and orbiters. This mission also has technology on it. One of the cool things is the Ingenuity helicopter. It's an experiment on this mission, but if it's successful, we can use it as an science observation platform by putting instruments on it, and also use it as a scout for future rover missions. And then just the entry, set, and landing capability. It'll allow us to land more and more larger, more ambitious robots on the surface of Mars. And then for human exploration, we have the Medley, Mars Entry, Set, and Landing instrumentation, which is going to give us EDL information. We have the Mars Environmental Dynamics Analyzer. It's going to give us properties, size and properties of dust particles, because when we send people, we're going to have to deal with that dust.
And this is just an incredible mission because of the science and the technology, and then caching samples for a Mars sample return mission. That will be an amazing mission, the first round trip to Mars and back, and bringing those samples cached by Perseverance back to Earth to examine with state-of-the-art equipment in our laboratories here on Earth. We have so much to look forward to. And we also have a student question coming in from Landon. Let's take a look. Hi, my name is Landon Applegate. I'm in sixth grade, and I'm going to Academy for Academic Excellence. And my question is, do you think we could get resources from Mars to help on future missions, or even as like a launching point? Great question, Landon. Actually, we have an experiment called the Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, or MOXIE, and it's going to demonstrate generating oxygen from atmospheric CO2, and that could help generate breathable oxygen, and even if we can liquefy it, oxidizer for propulsion systems. So that's a tech demo on Perseverance. And then we're going to continue to characterize the frozen water on and below the surface of Mars, and eventually try to figure out how to extract that water from the Martian soil, or what we call regolith. And then we can use that for potable water and also break it down into oxygen and hydrogen for rocket fuel. So absolutely, we're going to try to eventually figure out how to live off the land to support human missions to Mars. Thanks for taking the time to talk to us today, Steve. Gut, dass wir das vorhin erklärt haben. Thank you. Dann brauchen wir jetzt nicht dazwischen reden. And now that Perseverance has safely touched down on Mars, let's learn more about what's in store for the rover. Joining us now is Surface Mission Manager Jessica Samuels. Jessica, your Surface Operations team has now taken over. What are they doing now? Yes. Hi, Raquel. We are so excited here in the Surface Mission Support Area. The team will do a handover with the Entry, Descent, and Landing team and pass any critical information. And then this team behind us will be the team that does the health and safety assessments daily as we progress on this mission. And what do the upcoming weeks look like for your team? So as we enter Mars time now, the commanding team will be working overnight while the rover is asleep so that we can perform the initial checkouts of our key rover functions and our science instruments. And we have to do this all in time for the regularly scheduled communication pass, which happens in the morning. And so we will be working around the clock, making sure that Perseverance is healthy, and we will begin this exciting adventure. And can you tell me, what's it like living on Mars time? It's a little bit like constantly, flying and changing your time zone. The rover, on Earth, the rover wakes up at the same time every day, but on Earth, that's 40 minutes later. So the team is going to be shifting our work schedule by 40 minutes as we come into work over the next few weeks. So it'll be exciting, and some late nights, but we're also excited, and we can't wait. Also, it's a whole new lifestyle. Yes. Das Team gibt jetzt über. We also have a student question for you. This is Sophia's video. Hi, my name is Sophia Lopez, and my question for NASA is, how is Perseverance going to survive? And here's a drawing that I made from Perseverance thinking about Earth. Thank you. Well, Sophia, Perseverance survives with a power source that charges its batteries overnight while it sleeps, and it keeps heaters on so that all of our critical electronics can stay warm, as well as our mechanism. But it's really survived by the team that performs the health and safety assessments every day and communicates with the rover and makes sure that she's doing okay. Well, thanks for your time, Jessica, and good luck living on Mars time. Thank you. Should be fun. Also, kurz zusammengefasst, die Mitarbeiter müssen immer wieder 40 Minuten später in die Arbeit kommen. Dadurch versetzt sich ihr Arbeitstag immer, weil am Mars
40 Minuten Thanks so much, Raquel. It's definitely bustling behind me. It's not quiet like it was just 20 minutes ago. And congrats to the whole team. What an amazing accomplishment. Mike Watkins is the director of NASA's Jet Propulsion Laboratory. He was the mission manager during the Curiosity rover landing on Mars. Welcome, Mike. Oh, thanks. Glad to be here. You can see all my mask markings on. Well, you were just celebrating, and rightly so. Now, you've been around for a number of Mars landings. What makes this one special? Well, you know, two things. I mean, it's the biggest and best rover we've ever sent to Mars, and it can really, you know, do amazing things in terms of, its own scientific exploration of this habitable environment, you know, at Jezero. But, you know, it's also, as you've heard today, you know, it's the first step in Mars sample return. So really, you know, it's not only doing its own mission, it's setting us up for a series of missions and to bring those samples back. And, you know, a lot of the effort to develop the rover was specifically designed, you know, for that sampling and caching system. It's one of the most complex robotic systems ever made. And, you know, having it down safely means Mars sample return continues right on course and we are moving zurückbringen, forward. Das soll die ESA übrigens machen. Wonderful. Now, JPL has a long history with robotic space exploration. Why do you think it's so important to continue to push those boundaries? Was du vorhin meintest, die Probe im Weltraum, im Orbit graben und dann zur Erde bringen. Das soll Robotic exploration is the only way we can make these scientific discoveries and really understand these early habitable environments. In the case of Europa, maybe it's even still habitable. And you know, we're not ready to go there with astronauts yet. But the robot. So. Jetzt ist meine Maus verschwunden. Ich sehe meine Maus nicht mehr. Ja, jedenfalls, der hat jetzt auch gerade, die haben jetzt erzählt, das Landing and Descent Team, also das Landeteam hat an das Oberflächenteam übergeben und das Oberflächenteam übernimmt jetzt, arbeitet die ganze Nacht, bis der Rover quasi am nächsten Morgen aufsteht, also aufwacht und seinen Arbeitstag beginnt. Und für das Team wird sich jetzt jeden Tag der Arbeitstag um 40 Minuten verschieben. Verrückt eigentlich, wenn du denkst, du gehst jeden Tag einfach 40 Minuten und irgendwann bist du einfach mitten in der Nacht und gehst einfach in die Arbeit und gehst zu irgendeiner komischen Zeit nach Hause, weil es eben an die Marszeit angepasst ist. Und er hat gerade davon erzählt, dass diese Mission einfach das Fundament legt für die zukünftigen Missionen, dass da diese Proben auch zurückgeschickt werden und wie du, Moritz, erzählt hast, vielleicht kannst du uns dazu was sagen, dass die von der NASA zurückgeschickt, von der ESA? Ja, also ich meine, der Witz ist ja auch, dass es diese Mission noch nicht gibt, weil wäre ja blöd gewesen, wenn man diese Raumschiffe schon losgeschickt hätte und dann zerschellt der Rover beim Wiedereintritt. Im Prinzip, das ist wie so eine Art Satellit, also eine Raumsonde, die dann in die Mars-Umlaufbahn einschwenkt und da dann die Probe aufnehmen soll und dann zur Erde zurück fliegt. Und diese Sonne oder diese Raumsonde soll die ESA bauen. Und ich meine, dass die Mission, die eigentlich, finde ich, technologisch eigentlich noch interessanter ist, im Prinzip der Rover, der dahin fliegt, um dann nur die Proben einzusammeln und die dann zu einer Rakete zu bringen und dann ich meine, es ist eine zweistufige Feststoffrakete, die Sache in den Orbit bringt. Eine NASA-Mission. Ist die am Mars zweistufig? Das heißt, die trennt sich dann tatsächlich oder auf der Erde zweistufig? Genau. Nee, sie ist am Mars zweistufig. Das heißt, es ist praktisch eine Landesonde mit einem Rover, die dann da landet. Aber der Rover ist abgespeckt, der soll im Prinzip keine große Science machen, sondern der soll diese Proben wieder einsammeln. Und witzigerweise haben die auch noch kein Konzept, was sie mit den Proben, also wie sie die Proben machen. Also ob sie einfach auf dem Weg alle, keine Ahnung, ein paar hundert Meter eine Probe fallen lassen oder ob sie sagen, wir legen die alle gesammelt irgendwo hin. Und das wird sich erst zeigen, wenn sie halt irgendwie schon Forschung gemacht haben und so, weil es kann ja sein, dass das Ding jahrelang arbeitet und dann müsstest du dir ja ganz genau überlegen, wo du landest und welche Proben du dann einsammeln kannst. Ne? Und wenn du sagen kannst, okay, das Ding ist jahrelang gefahren, dann lass die interessantesten Proben an einem
Ort ablegen, wo dann auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Return-Mission relativ einfach an die Proben rankommt und dann das wieder zum Raumschiff, also zur Land, also ja, doch zum Landeschiff zu bringen, wo dann die Rakete drin ist und da ist eine mehrstufige oder zweistufige Feststoffrakete drin, die dann in den Orbit schafft. Und ich meine, ich glaube, 20 bis 30 Proben könnten sie so in den Mars-Orbit bringen. Genau, ich glaube, die haben 43 Kanülen an Bord und 20 Lagerplätze. Und wir haben jetzt gerade den Ingenuity-Helikopter gesehen. Und ich sehe gerade, was wir vergessen haben zu erwähnen, der hat anscheinend auch ein Solarpanel. Genau, der muss ja jedes Mal wieder laden. Ich dachte nämlich, dass der Rover die Akkus wieder lädt, aber anscheinend kann der sich selber auch laden. Wow. Ja, Solar ist ein riesen Thema. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der so viel Wind macht, dass er kein Problem hat mit dem Marsstaub, der die Solarzellen zudeckt und dass das mit der Energieerzeugung nicht mehr funktioniert. Das war tatsächlich bei Spirit und Opportunity das Problem. Ja, das war echt. Da gab es letztens auf Instagram, habe ich sowas geteilt, da gab es ein sehr schönes Bild vom ersten Tag und dann vom letzten Tag. Da war einfach schon so eine Schicht. Und obwohl da recht wenig Sonnen, also wie viel Prozent, 40 Prozent des Sonnenlichts auf dem Mars ankommt, das eigentlich auf der Erde ankommt. Ein grob halb so viel, genau, 40, 50 Prozent. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber ist trotzdem Sonnenenergie sehr wichtig dort und im Endeffekt eine der wichtigsten Energieressourcen. Ja, heftig. So, schauen wir mal noch, ob es Fragen gibt. Dirk Weindl fragt, die ESA bekommt 7 Milliarden US-Dollar und die NASA 25 Milliarden. Das ist schade. Sollten in Europa mehr machen können. Unterschreibe ich dir sofort. Also mehr Geld für die Raumfahrt, mehr Geld für die Forschung, mehr Geld für die Bildung. Da diskutiere ich gar nicht. Immer. Man kann bei Sachen einsparen, die uns als Menschen nicht so viel bringen, aber darüber möchte ich gar nicht anfangen. Lieber in die Forschung, lieber in die Bildung stecken, lieber in die Raumfahrt stecken. Oder was sagst du? Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, da widerspricht niemand. Wie wollen die Proben zurückschicken? Ich glaube, das haben wir schon recht gut beantwortet. Und die Mods meinen, wir haben zu wenige Äpfel gegessen. Aber es war keine Zeit. Ich hab mir sogar einen Apfel in Marsrot geholt. Ja, herrlich. Hat man dort eigentlich ein Speichermedium, wo zuerst die Daten gesammelt, dann Datenpakete weggeschickt werden, CubeDecky? Das hat der Kerl, ich weiß nicht mehr, wer das war, der Typ beim... Der NASA-Direktor? Nein, nicht der, der Verschwitzte. Ja, GPL-Direktor ist das. Okay. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Ich weiß den Namen leider auch nicht. Jedenfalls, der hat gemeint, dass es hat einen Cache, also ein Cache ist immer ein Zwischenspeicher, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wird auf jeden Fall einen Speicher geben, weil wir haben auch noch nicht so viele Satelliten, glaube ich, im Mars-Orbit, dass zu jeder Zeit Daten geschickt werden können. Das heißt, es kann schon mal sein, dass einmal Daten zwischengespeichert werden müssen, bevor sie tatsächlich dann geschickt werden können. Ich weiß aber leider nicht, wie viel. Ja, ich glaube, da geht es halt auch so ein bisschen darum, von wegen, dass du eine direkte Sichtlinie von dem Rover zur Erde hast, ne? Und du hast ja auch einen Tagesablauf am Mars. Das heißt im Prinzip, wenn der Mars abgewandt ist, dann ist er zur Sonne abgewandt. Stimmt jetzt nicht ganz mit der Erde, weil also im Prinzip die Erde ist auf einem näheren Orbit um die Sonne als der Mars und es kann, also aber grundsätzlich kann man sagen, wenn es Nacht am Mars ist, dann gibt es keine direkte Verbindung zur Erde. Und Da bräuchte man dann wahrscheinlich geostationäre Satelliten, mehrere im Mars-Orbit, die dann das Ganze relayen um mehrere Ecken, aber so weit sind wir noch nicht.
So, ich weiß nicht, einmal die Profi, Telemetriedaten von. Habt ihr noch Fragen? Genau. Oder? Habt ihr noch Fragen, Leute? Weil das war ein mega, mega Stream. Danke mal an dich, Moritz, dass du da warst Gern. und teilgenommen hast, mit mir das Ganze gestaltet hast. Danke an die Moderatoren, Patrick, Roman, Martin. Danke, dass ihr das so toll gemacht habt. Es war Wahnsinn. Ohne euch hätten wir das gar nicht geschafft. Das hat so reibungslos funktioniert. Auch mit den Alarmen, wie mein Audio nicht funktioniert hat. Danke, danke vielmals an die Zuschauer. Danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für die tollen Fragen. Ich weiß nicht. Ja, jemand schreibt da noch. Cockpit schreibt als nächstes den Saturnmond Titan, bitte. Ja. Gerne. Warum nicht? Bin ich dabei. Da soll es auch ein Helikopter hinfliegen. Ein Quadcopter. Also sogar ein Oktakopter, weil er ist im Prinzip, er hat vier Arme und aber da auch Doppelrotoren. Und super, super spannend, ist noch zig Jahre entfernt. Ich meine, ich glaube. Mit 30er, mit 2030er. Okay, also aber völlig, völlig abgefahren. Ich meine, hallo, ein Saturnmond. So, also es ist super weit weg und da flüssige Methan. Ozeane und also die Forschung, ja, die Planetenforschung ist, oder generell die Forschung, ist ja ein Mond, also es ist kein Planet, ist ein Mond vom Saturn, aber alle Wissenschaftler, die irgendwie sich mit dem Sonnensystem, sind super geil auf Titan und ja. So, Moritz, möchtest du noch etwas loswerden? Ich möchte mich bedanken, dass du mich hierher geholt hast. Das hat mega Spaß gemacht. Ich hätte wahrscheinlich, ich bin so momentan so ein bisschen, also YouTube macht total Spaß und es ist alles mega cool. Aber es ist, in letzter Zeit wurde es ein bisschen viel und ist total cool, dass ich mich hier an dich rankletten kann und hier das dabei sein konnte und mich einfach, ach, Silber macht es schon und einfach eingeschaltet habe, mich hier reingehackt und dann mit dir hier über Raumfahrt und den Mars abnerden. Und mega cool, hat super viel Spaß gemacht und ja, gute Sache, gerne wieder und Ja, ja. sehr gerne. Danke, dass du da warst. Danke noch einmal an die Mods. Danke an die Zuschauer. Bis bald, meine Lieben. Abonniert alle Senkrechtstarter, abonniert alle Mars-Chroniken, liked die Videos, schaut sie bis zum Ende durch und sagt euren Freunden Bescheid. Genau, und ich bin noch ein bisschen auf dem Discord jetzt, wer Lust hat, irgendwie noch ein bisschen rumzunörden, in den Voice-Chat kommen. Gerne. Ja. Gut, ich join auch. Dann verabschiede ich mich. Ich sage bis bald und tschüss.